Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist eine große Freude, Sie wieder hier zu begrüßen bei der Physik im Theater, diesmal im kleinen Haus. Ich möchte Ihnen zunächst alles Gute wünschen zum neuen Jahr. Hoffentlich sind Sie gut reingekommen. Wir haben wieder ein spannendes Programm für Sie in diesem Jahr. Und wir beginnen mit einem Vortrag über das Geheimnis der Wolken. Normalerweise, oder zumindest die meiste Zeit, haben wir uns bei Physik im Theater mit den physikalischen Gesetzen aus allerkleinsten oder allergrößten Abständen beschäftigt. Elementarteilchenphysik oder Kosmologie zum Beispiel, schwarze Löcher. Der heutige Vortrag befasst sich mit Phänomenen auf Skalen, die uns alle vertraut sind, nämlich zum Beispiel die Größe von Regentropfen oder von Wolken oder von Hochdrucksystemen. Es geht also um Klimaforschung im weiteren Sinn. Diese Systeme sind dennoch ganz faszinierend, weil nichtlineare Phänomene wie zum Beispiel Turbulenz oder chaotisches Verhalten ganz wichtig für ihre Dynamik sind. Und genauer geht es um das Verständnis komplexer Prozesse innerhalb von Wolken und deren Auswirkungen auf das Erdklima. Allerdings auch um moderne technische Möglichkeiten, mit deren Hilfe man das Klima beeinflussen und so den Klimawandel auch gestalten kann. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Tatsächlich spielen Wolken eine wichtige Rolle in der Simulation des Klimas. Das denkt man vielleicht gar nicht, weil irgendwie Klima hat man große Wettersysteme im Sinn. Aber das Spezielle an Wolken ist, dass sie sind turbulent in ihrer Dynamik. Und es müssen sozusagen Prozesse auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Längenskalen verstanden werden und zusammengebracht werden, um Wolken tatsächlich richtig beschreiben zu können. Und dieses Wechselspiel von Wolken und der Klimaentwicklung, das ist noch ein ganz aktuelles Forschungsthema. Unser Referent, Herr Bodenschatz, er ist Experimentalphysiker, er wird uns mit Hilfe von anschaulichen und, wie ich verraten darf, auch sehr spektakulären Experimenten die Entwicklung von Wolken und Regen näher bringen. Da dürfen Sie sich schon mal darauf freuen, dass Sie nachher dann einiges ganz Besonderes erleben werden, was Sie hoffentlich so auch noch gar nicht gesehen haben. Eberhard Bodenschatz hat studiert an der Universität in Bayreuth, und zwar Physik und auch technische Physik, hat sich 1989 promoviert in theoretischer Physik, ist dann aber in die Experimentalphysik gewechselt, zunächst mal einen Forschungsaufenthalt in Kalifornien an der University of Santa Barbara verbracht und wurde 1992 sehr schnell dann nach der Promotion berufen zum Professor für experimentelle Physik an die Cornell-Universität im Staat New York in Amerika. Dort haben wir uns 7 Jahre später auch kennengelernt, weil ich auch einige Jahre dort verbracht habe an der Universität. Wir sind aber in ganz anderen Fachgebieten unterwegs. Also er beschäftigt sich viel mehr mit diesen dynamischen Systemen, Selbstorganisation, auch biophysikalischen Fragestellungen. Ja, in Cornell war er relativ lange, bis 2003. Und dann wurde er berufen als Direktor ans Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, wo er nach wie vor tätig ist. Seit 2007 auch Professor an der Universität in Göttingen und der Cornell-Universität aber als außerordentlicher Professor nach wie vor treu geblieben und hat engen Kontakt nach wie vor zu den Kollegen dort. Er hat viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Ich möchte nur eine wenige erwähnen. Er ist Fellow der amerikanischen Physikalischen Gesellschaft, hat dort auch den Stanley Corsin-Preis gewonnen, ein wichtiger Preis in der Strömungsforschung, hat die Ehrendoktorwürde der École Normale Supérieure in Lyon in Frankreich, ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, auch der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ja, wie immer haben Sie die Gelegenheit, natürlich Fragen zu stellen. Ich glaube, Sie haben sogar die Gelegenheit, ein bisschen mitzuwirken bei den Experimenten. Also wird sicherlich ein ganz unterhaltsamer und spannender Abend. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt begrüßen dürfen. Und bitte begrüßen Sie ganz herzlich Eberhard Bodenschatz. Ja, ich
Je weiter vorne ich stehe, umso besser sehe ich, wer alles hier ist. Hallo. Ich hoffe, wir haben heute Abend ein bisschen Spaß miteinander. Wir haben hier einen Laser, den Laser werden wir dann anschalten. Der macht ein Lasersheet, also so eine Art Licht, wie es auch immer, Pizzaslice, also so ein Slice von Licht über Ihnen und blendet. Wenn Sie nicht direkt in den Laser schauen, ist es gut, schauen Sie halt nicht hin, dann ist, auch wenn Sie hinschauen, passiert nichts, aber es ist vielleicht für manche ein bisschen hell, aber es ist völlig ungefährlich. Wollte ich nur gleich mal die Vorauswarnung geben. Ich wollte Sie näher bringen zu diesen Wolken hier. Sie sehen, Sie haben ja gehört, diese Wolken sind sehr wichtig fürs Klima. Ich werde darüber auch ganz kurz referieren. Ich selbst forsche zur Mikrophysik der Wolke. Das bedeutet alles, was so kleiner ist als 30 Meter. Also wirklich nicht diese großskaligen Strömungen, die schaue ich mir nicht an, obwohl wir die auch im Labor untersuchen, aber eben keine Wolkenphysik, sondern andere Konvektionsströmungen oder thermisch getriebene Strömungen, die ähnlich den Strömungen sind, die auch in der Sonne passieren. Also da haben wir ein großes Labor in Göttingen, haben eine große Halle, wir haben sehr viel Hochdruckgas, Sulfurhexafluorid, also nicht erschrecken, wir lassen das nicht raus, sondern wir lassen das immer nur, das ist ein Treibhausgas, deshalb sage ich nicht erschrecken. Und da haben wir ungefähr 14 Tonnen davon und da gelingt es uns eben im Labor solche Strömungen nachzustellen. Kann ich später dann beantworten, wie das funktioniert. Das will ich jetzt in meinem Vortrag nicht machen. Dieses Video habe ich aufgenommen mit meinem iPhone 5 oder so, also schon etwas älter. Und zwar haben wir oben auf der Zugspitze auf dem Schneefernerhaus, ich weiß nicht, ist Ihnen das bekannte Schneefernerhaus? Ja, das sind alles Hotels. Da waren manche von Ihnen vielleicht, wenn Sie wirklich alt sind, schon im Hotel gewesen, vielleicht so ein Ski gefahren, wie es noch einen Gletscher gab. Inzwischen ist er ja auch offiziell weg, also den gibt es nicht mehr. Ich durfte schon vor 5 Jahren nicht mehr im Paper schreiben, der Schneefanner Glacier. Da haben meine Kollegen das rausgestrichen und haben gesagt, Ice Shield. Deswegen hat mich das überrascht, dass das Fernsehen irgendwie 5 Jahre gebraucht hat, um das auch zu beschließen, dass der Gletscher nicht mehr da ist. Ist also tatsächlich sehr erschütternd übrigens, wenn man sieht, wie der Gletscher sich in der Zeit, ich bin jetzt ungefähr seit 2009 oben auf dem Gletscher messen und die Schafe kommen immer näher. Und der Gletscher wird immer kleiner. Gut, das ist ein Bild Richtung Innsbruck, also da unten, das Kufstein Innsbruck ist dann nach rechts, nach unten. Und hier sehen Sie Wolken und ihre vollen Dynamik. Und das gefällt mir sehr schön, weil hier sieht man zum Beispiel, dass die Wolken, die aus dem Tal aufsteigen, einfach verdunsten, die sind einfach wieder weg. Gleichzeitig sehen Sie, dass die Dynamik auf der Zugspitze sehr schnell ist oder der Lift extrem schnell. Was ist denn jetzt der Fall? Warum ist der Lift so langsam? Also ich habe da nichts getrickst, das ist eine Zeitrafferaufnahme und der Lift war tatsächlich extrem langsam. Und wenn Sie jetzt hinter dem Lift schauen, genau hinschauen, dann sehen Sie da was. Ich habe hier, glaube ich, einen Pointer. Hier, da. Sehen Sie das? Ich war zufällig auf der Zugspitze, wie Freddy Knox aus der Schweiz einen Weltrekord machen wollte. Und wollte 10 Seilbahnen in den Alpen ablaufen. Und er lief ohne Seil, ohne alles, einfach hinter der Gondel. Übrigens ganz clever, weil als Physiker weiß man, wenn es flach ist, läuft es leichter. Und die Gondel hebt einen dann immer so schön hoch. Und das ist die halbe Strecke. Also der lief 5 Stunden lang bis zum Gipfel. Hat er auch geschafft. Und ich hatte halt das große Glück, dass gerade so schöne Wolken waren. Und sonst ist es wirklich langweilig, da jemanden laufen zu sehen. Immer mal musste sich festhalten am Seil, also das schaut gefährlich aus. Also der ist sehr beweglich, also ich wäre runtergefallen. Aber da hat er sich wirklich dann festgehalten am Seil und dann lief er wieder weiter. So. Also unglaublich, einfach unglaublich. Aber was Sie hier eben sehen, ist, die Wolken sind keineswegs langweilig, sondern Wolken sind extrem dynamisch, extrem wichtig und diese Wolken entstehen durch Kondensation von Feuchte, also die Luft ist feucht genug, wie bei Ihnen, bei mir manchmal in der Dusche, dann ist das so eine Wolke. Und dann verschwindet die wieder und die mischt sich, Sie sehen, die ist extrem heterogen und sie schaut eigentlich auch sehr, sehr schön aus. Sie ist so schön weiß, sie hat diese filigrane Struktur, da denkt man so ans Kissen, die Frau Holle ausschüttelt. Und ich will Ihnen das alles ein bisschen näher bringen, woher das kommt, diese ganze Physik, und auch erklären, warum diese Physik so extrem wichtig ist, eben auch für unser Klima. Und zwar das Verständnis der Physik.
Die Längenskalen hier, gut, Sie haben das Wettersystem der Erde, das ist also die Fläche der Erde sozusagen, die ganze Erde. Und dann darin gibt es dann Wolken und die kleinsten Längenskalen sind die Aerosole und die kennen wir jetzt alle, wir sind ja alle super trainiert in Aerosolen, richtig? Da gibt es ein Virus, der ist in diesen Aerosolen und der steckt einen an. Aerosole sind so klein, dass man sie nicht sieht. Und die kleinsten Aerosole, die so in der Atmosphäre rumsausen, die sind ungefähr so groß wie ein Coronavirus. Und ich erkläre Ihnen, warum wir diese Aerosole brauchen, damit überhaupt Wolken entstehen. Dazu machen wir ein Experiment. Ich suche gerade einen Freiwilligen. Also ich brauche dann einen Freiwilligen, der mir ein bisschen hilft. Ja, das könnten Sie dann vielleicht machen. Oder nachher. Ich komme dann noch auf Sie zu. Genau. Also, bevor ich da jetzt einsteige, ich war jetzt gerade eben, komme gerade zurück von einer Konferenz in Santa Barbara, wo ich eineinhalb Monate zu dem Thema geforscht habe, wo wir uns also da treffen. Da gibt es das sogenannte Kavli-Institut für theoretische Physik. Und die haben Programme, die laufen zwischen 3 Wochen und manchmal ein halbes Jahr. Und da treffen sich dann so 20, 25 Wissenschaftler täglich und tauschen sich aus über Vorträge und Gebiete. Und die Wolkenphysik ist insbesondere sehr, sehr stark interdisziplinär, weil da spielt auch die Chemie, wissen Sie ja, MPI für Chemie hier in Mainz, spielt eine große Rolle. Ich bin Physiker, komme also von einer ganz anderen Seite. Aber lassen Sie mich mal kurz zeigen, warum das so wichtig ist. Also hier ist ein Plot, der ist ein alter Plot, der ist relativ schon alt. Und woher weiß ich das? Weil die Daten hier im Jahr 2000 alle aufeinander liegen. Also das ist die Global Warming Surface Temperature der Erde, also wie stark sich die Erde aufheizt, als Funktion der Zeit in verschiedenen Modellen. Eins davon ist, wenn wir hier einfach CO2 einstellen, dann haben wir diese Kurve hier. Also einfach plötzlich halten wir alle CO2-Emissionen an. Und da sehen wir, dass die Temperatur eindeutig unter dem 1-Grad-Limit bleibt, aber auch nicht so weit. Und dann gibt es eben hier verschiedene Modelle, die simulieren hier verschiedene Szenarien, verschiedene Codes, verschiedene Physik, verschiedene Parametrisierung. Ich kann natürlich eine Wolke nicht simulieren, weil ich müsste ja von den kleinsten Teilchen her die Kondensation simulieren bis hoch auf Kilometerskalen, das geht nicht. Das heißt, ich muss parametrisieren, ich muss das irgendwie beschreiben, diese Physik, in Parametern. Und die haben halt alle verschiedene Parametrisierung. Und das ist also hier Constant Concentration und das ist eben Historie. Diese Simulationen, diese Klimasimulationen, die werden alle so gemacht, dass sie natürlich die Vergangenheit alle richtig machen. Weil wenn sie die Vergangenheit nicht richtig machen, warum sollen sie dann die Zukunft richtig machen? Deshalb liegen die alle so aufeinander. Neuere Simulationen liegen dann halt jetzt hier. Ja, die Strich geht jetzt ein bisschen weiter, aber die Variabilität ist immer noch sehr groß. Und was mich an diesem Plot so erschrocken hat, ist, wie ein Physiker normalerweise so einen Plot nicht liest. Ein Physiker liest normalerweise diesen Plot und sagt, naja, 1 Grad, naja, bis dahin sind wir sicher. Und dann gibt es hier diese Variabilität und die schneiden irgendwie alle hier. Aber man muss sich diesen Errorbar, diesen Fehlerbalken, den es hier gibt, anschauen. Und wenn ich mir diesen Fehlerbalken anschaue und mir überlege, wann wird es denn vielleicht 1 Grad wärmer sein, dann stelle ich fest, naja, es kann 2024 sein. Das ist nämlich diese grüne Kurve hier, die ist dann schon weit drüber. Ja? Oder ich nehme die blaue Kurve und die blaue Kurve im schlimmsten Fall liegt hier im Jahre 2060. Das hat zur Folge, dass je nachdem, welches Modell ich nehme, mich etwas ausruhen kann oder auf, vielleicht ist es ja schon zu spät, reagieren muss. Das heißt, in Bezug auf den Klimawandel wäre es schön, bessere Vorhersagen zu haben, damit wir gegensteuern können, auch wissen, wo wir uns befinden. Und es wird später in meinem Vortrag noch klar werden, weil aus meiner Sicht werden wir an einer Art Geoengineering vielleicht vorbeischleudern, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ich werde Ihnen erklären, was ich damit meine mit Geoengineering oder Wolkenengineering und Ihnen dann später noch erklären, woher das alles kommt, was ich am Anfang von meinem Vortrag erkläre, ohne dass Sie wirklich verstehen, was ich tue. Gut, das heißt, was halt ganz wichtig ist, sind die Wolken. Und wie Sie ja wissen, Sie haben die Erde. Die Erde kommt, hier oben haben wir die Sonne, die strahlt die Wärme ein. Die Wärme und zwar auch das sichtbare Sonnenlicht, das kennen Sie von Ihrer Solarkollektor, das sichtbare Licht, das hat sehr viel Energie. Das Licht wird umgewandelt, wird dann als Infrarotstrahlung wieder ins Weltall abgestrahlt und natürlich wird auch von der Oberfläche her, je nachdem, ob es Eis ist oder ein schwarzer Boden, wird mehr und mehr absorbiert. Und dann spielen halt darin die Wolken eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal probiert haben, wenn Sie so ein Infrarotthermometer haben,
haben Sie vielleicht. Vielleicht geht es auch bis minus 70, minus 80, minus 100 Grad. Sie wissen, was ich meine, zum Barbecue. Da leuchtet man nur noch aufs Fleisch, dann weiß man, wie weit die Oberfläche ist. Halten Sie es mal gegen den offenen, nackten Himmel im Winter. Einfach ins Weltall. Und dann lassen Sie sich überraschen, wie kalt es da oben ist. Das ist nicht sehr kalt. Und an einem Tag, wo es sehr wenig Aerosole gibt, also keine Wolken, kommen Sie leicht auf minus 70, minus 80 Grad. Deshalb fühlt man sich so kalt, wenn man im Freien läuft. Weil jegliche Wärme, die man hat, die geht einfach ins Weltall. Und deshalb sind die Wolken sehr wichtig. Und jetzt gibt es halt eben diese Cirruswolken. Und diese Cirruswolken, diese Eiskristalle, reflektieren sehr gut Infrarotstrahlung. Das heißt, diese Cirruswolken sorgen dafür, dass die Wärme, die jetzt in dieser kalten Winternacht nach oben gehen würde, eben nicht ins Weltall geht, sondern zurückkommt, auf die Erde reflektiert und dann mehrfach hin und her geht. Und dadurch gibt es dann praktisch so ein Art Insulationsblanket, machen die Cirruswolken für uns. Das heißt, die Cirruswolken sorgen dafür, dass es in der Erde wärmer wird, weil die Wärme eben nicht mehr ins Weltall abstrahlt. Dann gibt es die andere Möglichkeit, eben so eine richtig schöne, dicke Cumuluswolke, Stratocumulus, die man ja in Deutschland öfters mal sieht, die also wirklich, wo es auch dunkel wird, ja, wo man dann sagt, was ist denn jetzt wieder los, wo ist denn die Sonne geblieben? Und die reflektiert jede Menge sichtbare Strahlung ins Weltall zurück. Das heißt, das Licht, das von der Sonne kommt, reflektiert, kommt daher nicht mehr auf die Erde. Und weil sie nicht mehr auf die Erde kommt, kann sie die Oberfläche nicht mehr aufheizen. Es gibt einen kalten Sommer und dadurch kühlt die Erde ab. Das heißt, je nachdem, welchen Wolken ich mache, kann ich verschieden das Klima der Erde beeinflussen. Also diese Wolken zum Beispiel, die sorgen dafür, die reflektieren auch sehr viel Infrarot zurück, aber eben lassen sie auch weniger Licht rein und dadurch können die zur Kühlung führen. Und diese Kühlung hängt sehr, sehr stark ab von den Tröpfchengrößen von dieser Wolke. Hat die Wolke sehr, sehr viele kleine Tröpfchen, wie zum Beispiel die, die ich eben in dem Video gezeigt habe, das sind sehr, sehr viele kleine Tröpfchen, dann ist die Wolke richtig weiß. Und diese weiße Wolke, diese sehr brillante Wolke, die reflektiert eben sehr, sehr viel Licht wieder zurück ins Weltall. Und je dicker sie ist, umso mehr reflektiert sie. Das heißt, diese Wolken sind wirklich sehr, sehr wichtig und das habe ich hier nochmal dargestellt. Also hier, das wäre so eine saubere Wolke, da gibt es wenige Aerosole, da gibt es relativ große Tröpfchen. Und diese großen Tröpfchenwolken, das sind auch die Wolken, die hauptsächlich sehr starken Regen haben. Und diese Wolken, die sehr sauber sind, haben sehr, sehr wenig Rückstrahlung ins Weltall. Und die Strahlung geht sehr, sehr gut durch. Während wenn ich eine dicke weiße Wolke habe, die ich hier habe, gibt es sehr, sehr viele kleine Tröpfchen. Das erinnert Sie vielleicht an die Mischstreuung von der Milch. Die Milch ist weiß, das ist der gleiche Effekt. Und da gibt es einen tieferen optischen Pass, das heißt, das Licht wird sehr stärker reflektiert und dringt halt weniger tief in die Wolke ein. Und dazu brauche ich also einfach mehr Aerosole, sodass bei gleicher Wassermenge ich mehr kleine Tröpfchen habe und nicht viele große, weil das Wasser, das ich in der Luft habe, der sogenannte Liquid Water Content, könnte ja dasselbe sein. Jetzt ist es so, dass im Äquator, in den Basaltwindregionen, gibt es häufig diese Stratocumuluswolken, diese extrem großen Wolkenbänke. Und diese großen Wolkenbänke haben bis zu so um die 30-40% Reflexion der einfallenden Lichtstrahlung. Das heißt, diese Wolken, die in dem Bereich um den Äquator praktisch 5 Grad Nord, 5 Grad Süd ungefähr, 6 vielleicht, auftreten, diese Wolkenbänke führen dazu bei, dass sich die Erde kühlt. Würden diese Wolken sich ändern, würde das bedeuten, dass sich die Erde viel schneller aufwärmt, als wir erwarten würden. Schaut zurzeit so aus, es würde da nicht so viel passieren. Da gibt es ein neues Paper von Bjorn Stevens in Nature. Aber ganz sicher ist es noch nicht. Das Bild hat auch der Bjorn Stevens vom Max-Planck-Institut für Meteorologie gemacht und hat es mir gegeben. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo die Eiskappen zum Beispiel abschmelzen würden. Weiß jemand zufällig, wie viel der Meeresspiegel steigt, wenn alles Eis abschmilzt? Was wahrscheinlich nicht passiert. Wie viel Meter? 8 Meter? Ja, ein bisschen wenig, ein bisschen mehr. 27. Noch mehr? 70 Meter ungefähr, genau.
Circa 70 Meter, genau, Sie haben es richtig gesagt, genau. 70 Meter ungefähr, das ist sehr viel Wasser. Allerdings ist das erst in ungefähr 5000 Jahren zu erwarten. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, auch wenn es jetzt richtig warm wird. Aber die ersten Meeresanhebungen werden dazu führen, aus meiner Sicht, dass das Klima sich ändert. Das sehen wir ja jetzt schon, dass sich das lokale Klima ändert. Und was auch passieren wird, ist, dass gewisse Küstenregionen, die nicht reich sind, werden einfach unter Wasser gehen. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Probleme. Das eine ist, wenn wir uns nicht mehr ernähren könnten, weil wir lokal ernähren könnten, weil das Wasser ausbleibt, dann müssen wir uns darüber nachdenken, wie können wir dieses Wasser ranholen. Das heißt, wir werden darüber nachdenken, ob wir nicht mit Wolken sprechen könnten. Das ist so lokales Klimaengineering. Dann gibt es aufgrund von Völkerwanderungen, dass diese Leute, ja, die dann da weg müssen, gibt es natürlich Völkerwanderungen, die wir jetzt schon kennen. Da gibt es große soziale Probleme dann, auch insbesondere im Westen, weil die Leute sagen, wir gehen dorthin, wo ich besser überleben kann. Das heißt, wir haben einen größeren sozialen Druck auf unsere Demokratien und so weiter. Das heißt, dann bleibt uns vielleicht nichts mehr anderes übrig, als dafür zu sorgen, dass eben diese Eiskappen wieder wachsen. Dass alles umgekehrt wird, dass es wieder reversibel wird. Und damit will ich zwei Punkte machen. Der eine Punkt ist, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass sich die Politik Gedanken macht, genauso wie es beim Ozonloch nämlich wunderbar geklappt hat. Oder auch bei Stammzellenforschung hat auch wunderbar geklappt, dass man sich vorher trifft und sich überlegt, wem gehört was und was dürfen wir ethisch in der Welt. Und das passiert zurzeit aus meiner Sicht kaum. Es wird jetzt darüber nachgedacht, über was ich jetzt eben gleich zeigen werde, aber ich glaube, da muss sich auch die Politik einschalten und insbesondere müssen wir auch uns einschalten und sagen, liebe Leute, wenn wir jetzt wirklich zum Beispiel verhindern könnten, dass ein Regensturm über Deutschland niedergeht, wahrscheinlich geht er dann Polen nieder. Oder andersrum, die Franzosen brauchen Wasser, die sagen, die Wolke soll jetzt mal meine Felder gießen und dann kriegt Deutschland nichts mehr ab. Das heißt, wir müssen uns irgendwie einigen, wem gehört das Wasser in der Wolke, nicht nur im Boden, sondern in der Wolke. Ja, weil die Wolke wandert, die Wolke steht nicht einfach dort, sondern die Wolke kommt von A nach B nach C. Und wenn die jetzt zum Beispiel in den Emiraten anfangen, Wolken massiv zu beeinflussen, hat das vielleicht auch einen Einfluss aufs Gesamtklima der Erde. Das heißt, es ist ein Thema, das gehört eigentlich in die UNO, das gehört eigentlich an die Spitze der Politik, der Umweltforschung, dass man sich überlegt, wenn wir was machen, macht es doch bitte koordiniert und nicht einfach blind und begleitet das. Das ist der erste Teil von meinem Vortrag und dann zeige ich Ihnen, wer... Nee, der kommt jetzt erst noch. Der kommt jetzt erst noch, der Vortrag. Also, das ist das hier, ja? Also, das ist die Klimaauswirkung. Da sind wir zurzeit, naja, nicht ganz, also vielleicht sind wir zurzeit hier, nur weiter so, ja? Also, wir sind nahe am Do weiter so. Dann gibt es massives Gegensteuern, das versuchen wir zurzeit. Vielleicht schaffen wir es ja noch, dann sind die Klimaauswirkungen gering. Und dann kann man natürlich Klimainterventionen machen. Das heißt, ich steuere aktiv dagegen. Ich nehme die Menschheit und sage, jetzt machen wir mal was mit diesem Wetter und mit dem Klima von dem Planeten. Und wie kann man das machen? Naja, eine Sache kennen Sie sicher schon, das ist diese CO2-Sequestrierung, wo ich CO2, zum Beispiel glaube ich, in Norwegen, wird schon massiv CO2 in den Boden gepumpt. Und es scheint auch schon so zu sein, dass das CO2 unten bleibt und nicht wieder rauskommt. Das ist wichtig, weil CO2 ein Giftgas ist. Also CO2 ist für Menschen, also für Mammalian Cells, also auch Mäuse und uns, extrem giftig. Drei Atemzüge reines CO2 und sie fallen um und sind bewusstlos. Wenn dann kein Sauerstoff da ist, sind sie tot. Das liegt am Hämoglobin, das liegt daran, dass da eine biologische Abwehrreaktion ist vom Körper. Biologen benutzen das tatsächlich, um Mäuse oder auch Küken zum Beispiel, Und also solange es unterirdisch bleibt, ist es gar nicht so dumm, wenn das gehen würde, dann wird es CO2 entfernt. Die andere Möglichkeit ist das hier, und zwar ist es Solar Geoengineering, also Sonnenenergie-Engineering, Geoengineering. Das ist ein Artikel, der ist von der National Academy in den USA eben herausgekommen. Wenn Sie hier ein Bild machen mit Ihrem iPhone, müssen Sie eigentlich draufklicken können auf diesen Artikel. Der Artikel kam am 25. März 2021 heraus. Ja. Der ist also noch nicht so alt, das ist also vor kurzer Zeit. Und was da eben diskutiert wird, ist das Folgende. Was sind die möglichen Klimainterventionen? Die eine Klimainterventionüber die ich nicht spreche, weil ich da nichts davon weiß, wie das gehen könnte, ist, wie man mit den Zirruswolken spricht, nämlich man bräuchte weniger Zirruswolken, dass die Erde besser kühlt. Alternativ kann ich
in die Stratosphäre gehen, also 16 bis 25 Kilometer, und dort Partikel einbringen, die sehr lange in der Atmosphäre bleiben. Da oben gibt es sehr geringe Turbulenz. Also diese stratosphärische Injektion von Aerosolen, die dann mehr Licht abstrahlen, also die Erde verdunkeln sozusagen. Und dann gibt es die Meereswolkenaufhellung oder Cloud Brightening, wie das heißt. Also man nimmt also ein gutes Waschmittel und dann wird es schön weiß. Und die Frage ist, wie kann ich diese stratosphärische Injektion machen? Naja, das Schöne ist, da oben ist alles relativ gut sortiert. Das heißt, ich habe da oben zwar sehr viel Chemie ablaufen, also da wird unser MPI für Chemie oder auch an der Uni wird sehr wichtig sein, weil hier sehr, sehr viel Chemie, weil das sehr hochenergetische Strahlungen gibt, aber es gibt geringe Turbulenz. Die Teile bleiben sehr lange in der Atmosphäre, allerdings ist es sehr, sehr schwierig, auf diese Höhe Teilchen in die Atmosphäre einzutragen. Sie brauchen also dann Flugzeuge oder irgendwas, wie sie das in die Atmosphäre eintragen. Und es besteht eben eine Gefahr für die Ozonschicht, weil da oben eben so eine starke Chemie abläuft, dass sie das wirklich am besten verstehen. Hier ist so ein Artist-Rendering von Wikipedia. Also hier so ein Ballon. Das geht übrigens nicht, das weiß ich. Ich kann Ihnen erklären später, warum nicht. Aber so ist die Idee. Also man geht bis auf 25 Kilometer und lässt dann hier oben dann irgendwelche Aerosole raus und dann kühlt es hier ab und dann wird die Erde kühler. Aber es gibt ja diesen Fall hier. Es gibt diese vulkanischen Eruptionen und die vulkanischen Eruptionen kann man nachverfolgen und kann schauen, wie stark hat die Erde reagiert auf diese ganz starken vulkanischen Eruptionen. Und da gibt es jetzt wieder ein neues Paper, das ist vom 15. Januar dieses Jahres. Und zwar war der Ausbruch von dem Hunga-Tonga-Hunga-Hapai-Vulkano, habe ich wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Und dieser Vulkan, der hat bis nach 50 Kilometer in die Stratosphäre geblasen, also der ging sehr hoch, hatte aber sehr viel natürlich Aerosole, also chemische Aerosole aus Sulfate, hatte aber auch sehr viel Wasser. Und was sich jetzt herausstellt, ist, dass in diesen Beobachtungen, die man ja inzwischen sehr, sehr gut auch mit Satelliten ausmessen kann, das heißt, es gibt wirkliche Daten, hat man festgestellt, dass der Vulkan kühlt am Anfang. Am Anfang wird also wird wirklich mehr ins Weltall zurückgestreut, als reinkommt. Also es wird effektiv gekühlt, nicht mehr, aber es wird gekühlt. Es wird viel wieder zurückgestreut. Sorry, habe ich falsch gemacht. Aber dann die gleichen Autoren stellen halt dann auch fest, das ist der Abstract übrigens, dass es auch wärmer wird. Und zwar wird es in dem Fall wärmer, weil dieser Vulkan hatte sehr viel Wasser in die obere Stratosphäre geschickt und dieses Wasser ist ein Treibhausgas und dieses Treibhausgas führt dann zur Aufwärmung. Das heißt, wenn, dann weniger Wasser. Das heißt, dieses ganze Problem ist noch nicht klar. Es ist noch nicht klar, was wir jetzt genau machen müssten, damit in den oberen Bereichen was ist. Und wenn es erstmal oben ist, dann bleibt es jahrelang. Das wissen wir von Vulkanausbrüchen. Das heißt, die Kühlung wird erstmal, die ganze Erde wird sich bedecken und dann wird halt die Erde erstmal ein bisschen abgekühlt. Das ist ein Punkt, den man der diskutiert wird. Und der zweite Punkt, den man diskutiert, ist eben dieses Cloud Brightening, also die Wolkenaufhängung, also Aufhellung. Was man da machen will, ist, was ich vorhin beschrieben habe, indem man Aerosole in die Luft gibt, werden diese Wolken bei gleicher Wassermenge, werden die Wolken weißer, sie haben mehr kleine Tröpfchen, diese kleinen Tröpfchen sind effizienter in der Abstrahlung des Sonnenlichts, das von oben kommt und damit kommt es zur Kühlung. Es stellt sich raus, es gibt nur wenige Bereiche in der Erde, wo das sinnvoll ist. Da gibt es also schöne Karten, zum Beispiel vor Namibia oder vor der Sahara ist ein guter Platz. Es gibt so bestimmte Bereiche, wo sehr niedrig liegende Wolken sind, wo auch die richtigen Bedingungen herrschen. Und die Wirkung ist dann kurzzeitig im Sinne von Abkühlung. Allerdings, wenn das Wettersystem auf einem Kipppunkt stehen sollte, will man den lieber nicht erreichen. Also man kann es wieder ausschalten, das heißt aber ja nicht, dass der Effekt vorbei ist, wie der Schmetterling in Kauers, den man auch woanders messen kann. Also man muss es schon viel besser verstehen und ist relativ einfach zu erreichen mit Schiffen. Es gibt also ein Vorhaben, da wird mit so einer, wie eine Schneekanone, wird Wasser in die Luft geblasen, damit ein Korallenriff in Australien nicht so, dass das Wasser drunter nicht mehr so warm wird, sondern dass das Korallenriff ausbleicht. Also solche Projekte gibt es schon. Und also die Idee ist, Aerosole einzubringen. In den Ozeanen, was ist der Hauptlieferant von Aerosolen? Schiffe.
Zurzeit sind sie alle noch relativ dreckig, ja, haben also noch kein Gasfeuerung, sondern noch richtig Rohöl. Und hier sieht man so, das ist in der Nordatlantik, hier ist Portugal. Und hier sieht man wunderschön von der NASA aufgenommen diese Shiptracks. Da fuhren also Schiffe über den Ozean und haben über ihren Rauch, der da rauskam aus dem Schornstein, haben sie zur Kondensation von Wolken, also zu Cloud Brightening geführt. Die Idee ist also, man fährt mit Schiffen, die solar getrieben sind, in Bereiche, wo die sich besonders gut eignen, um diese Solar Brightening zu machen. Diese Schiffe benutzen nicht Dieselöl, sondern die benutzen Salzwasser. Und das Salzwasser wird in die Luft geblasen und dieses Salzwasser aus dem Ozean verdampft, macht dann Salzaerosole und diese Salzaerosole sollten dann zu Wolken Brightening führen und dadurch zum Kühlen der Erde. Es gibt eine Simulation von dem Hauptautor von dieser Studie, die ich da hatte, von Graham Feingold, und der hat gezeigt, dass in seinem relativ einfachen Modell, globales Zirkulationsmodell, hat er einfach mal Cloud Brightening gemacht vor Namibia. Ist für Namibia gar nicht schlecht, weil dann regnet es in Namibia ein bisschen mehr, also ist es ganz gut. Nur es hat sich dann herausgestellt, dass der Amazonas, der einmal hintenrum, dass da weniger regnet. Das heißt, ist nicht keine gute Idee, ja, offensichtlich, ja, weil wir wollen ja nicht haben, dass der Amazonas stirbt, ja, der Amazonas stirbt. Das heißt, wir brauchen wesentlich besseres Verständnis von dieser Forschung und deshalb haben sich die Autoren von dieser Studie Gedanken gemacht und haben sich mal überlegt, welche Bereiche muss man eigentlich alle erreichen? Das steht hier in dem Artikel. Hier ist der Graham Feingold als Hauptautor. Und die Frage ist, wenn ich so Marine Cloud Brightening mache, also auf dem Meer die Wolken weißer mache in bestimmten Bereichen, wie sollten wir vorgehen in der Zukunft und wann sollten wir beschließen, dass wir einfach nichts mehr machen und einfach aufhören mit diesem Cloud Brightening? Und Sie sehen, fünf Bereiche hier stehen, also Physik im Wesentlichen, Physical Sciences, also auch die Meteorologie, dann Technologie natürlich, ich brauche große Schiffe, ich brauche Technologie, es muss ja umweltverträglich gemacht werden, ich brauche die Ökologie, das heißt die Wirkung von diesen Wolken, dann auch die Signal Detection hier oder auch hier die technologische Expertise, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf das marine Ökosystem und natürlich auf die Gesamtzirkulation der Erde. Und das Ganze muss ich dann schließen mit Sozialwissenschaften und Ethik, weil wenn ich in dem Bereich was mache, habe ich vielleicht einen Einfluss auf die gesamte Menschheit. Und insbesondere einen Einfluss, zurzeit ist es so, die Ozeane steigen, bestimmte Länder, kleine Inselstaaten haben jetzt Probleme. Ja, eigentlich auch schon eine Frage der Ethik. Ist es okay, dass wir das machen? Ist es okay, dass wir dieses CO2 in die Luft blasen und die anderen müssen es sozusagen ausbaden? Und hier ist es natürlich noch wichtiger, weil diese Art von Kühlung wird wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss haben auf unser Gesamtsystem Erde, als wir uns vielleicht jetzt gerade vorstellen können. Aber es wird daran gearbeitet, es ist ein gutes Zeichen, es wird intensiv darüber nachgedacht, was man da alles anbringen muss. In Deutschland wahrscheinlich auch, ich weiß leider nur die amerikanischen Initiativen. Definitiv, die United Arab Emirates haben ein Forschungsprogramm aufgesetzt, zu dem man sich eben gerade bewerben kann, über Einfluss, wie man Wolken beeinflussen kann. Die geben einen dann Geld, weil die brauchen Wolken natürlich, die haben ja kaum was. Und das ist zurzeit offen, dieses Projekt, da kann man sich bewerben für ein Forschungsprojekt. Also es ist gut, dass wir da Forschung machen. Wenn wir was aus Corona gelernt haben, Forschung ist wichtig, um uns die Möglichkeiten vorzulegen, die dann politisch entschieden werden. Und das Gleiche ist, glaube ich, hier wichtig. Und was ich mir halt wünsche, ist, dass die Politiker darüber nachdenken und auch ein bisschen intensiver vielleicht werden im Bereich Wolke und Wasser. Nicht nur Klima, sondern auch die Wolke. Gut, jetzt komme ich zum eigentlichen, jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil des Vortrags. Okay, gut. Ja, jetzt wollte ich Ihnen mal ein bisschen was erklären, weil ich habe Ihnen jetzt so viel erzählt von Aerosolen und Wolken und Cloud Brightening und ja, ich bin ja Wissenschaftler, also muss man mir alles glauben. Das ist aber auf keinen Fall so. Ja? Wissen Sie auch von Corona. Gut. Wie entsteht denn überhaupt Regen? Also jeder von uns hat schon so einen schönen Tropfen auf die Nase gekriegt oder es wurde schon mal richtig geduscht. Und jetzt müssten wir natürlich uns mal überlegen, wie entsteht denn eigentlich Regen? Jetzt fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Das Erste, was wir feststellen müssen, jedes Wolkentröpfchen
wird, in der Physik nennt man das heterogen nukleiert, es wird nukleiert an kleinen Dreckpartikeln. Und zwar jedes Treffchen. Weil sie bräuchten gar viel stärkere Supersaturation, damit die Wolken überhaupt kreieren. Also in der Wolke ist es so, wenn sie über 100% Luftfeuchte gehen, lokale Luftfeuchte, relative Luftfeuchte, dann entsteht halt so eine Art Nebel. Und dieser Nebel, der kondensiert an diesen Aerosolen. Und diese Aerosole sind so groß wie ungefähr ein Virus. Gibt es auch Bioaerosole. Der Herr Pöschel hier in Mainz arbeitet sehr stark an Aerosolen. Eigentlich das ganze Institut arbeitet sehr stark an Aerosolen. Und dann gibt es hier Aerosole, die erzeugen besonders viel Eis. Es gibt Aerosole, die sind besonders gut geeignet für Wasser. Und dann lagert sich also jetzt in einer Nasswolke, also ohne Eis, jetzt in einer Nasswolke das Wasser an. Das Wasser wächst. Das Wasser wächst so typischerweise zu so einem Wolkentröpfchen. Und diese Wolkentröpfchen, die Sie außen in so einer typischen Wolke messen, sind so 5 Mikrometer groß. 3, 5, 6 Mikrometer. Die großen sind dann schon bei 20 Mikrometer. Die sind also schon viel, viel größer. Das heißt, der Vorgang ist, Sie haben das Aerosolpartikel, auf dem Aerosolpartikel entsteht ein Tröpfchen. Wie groß ist dieses Tröpfchen, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, dieses Wolkentröpfchen, das ist so groß, das sind diese 20 μ, 5 μ, das ist ein Kopfhaar. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr, sehr kleine Tröpfchen. Und Sie wissen ja alle, dass die Regentropfen nicht so klein sind. Die sind typischerweise 3-4 mm groß. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich denn einen Regentropfen? Also, Sie haben ein Sikkomatik. In dem Sikkomatik, also ich kann die Werbung machen, einen Dampfdrucktopf, machen Sie also eine Wolke. Ja, da steht jetzt oben so eine Wolke drin und jetzt soll diese Wolke regnen. Es ist so, eine Wolke hat ein dynamisches Gleichgewicht. Die Wolke, manchmal wundert man sich, dass so eine dicke Wolke, und da scheint nichts zu passieren, ja, so eine Cumuluswolke, die ist hochaktiv, diese Wolke. Da fallen nämlich immer so die Tröpfchen nach unten, dann verdutzen sie und irgendwann wieder neue kondensiert und dann sitzt immer so diese Sache über einem. In Wirklichkeit ist da Dynamik in dieser Wolke. Das ist nicht einfach nur eine ruhende Wolke. Also die, nach Asterix und Obelix, Majestic hatte ja Angst, dass ihm die Himmel auf den Kopf fällt. Ich weiß nicht, welchen, vielleicht erinnern Sie sich als Asterix-Leser. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch in meiner Jugend. Da hatte er Angst, dass mal die Wolken alle runterfallen auf einmal. Keine Angst, passiert nicht. Die verdampfen, bevor sie unten ankommen. Allerdings fällt halt manchmal schon sehr, sehr viel Wasser runter und die Frage ist, wie entsteht das, insbesondere in einer Nasswolke. Gut, jetzt will ich mal ein Experiment machen. Ich habe ja meinen Freiwilligen. Kommen Sie mal hoch. Hier hinten ist die Treppe. Ich zeige Ihnen erstmal ein paar Folien, dass Sie wissen, was wir machen. Nicht, dass es zu überraschend ist. Also wir haben hier hochqualitätswissenschaftliches Gerät. Sie kennen das, oder? Das ist eine Luftpumpe. Ja? Die müssen Sie draufsteigen nachher. Und hier haben wir eine Flasche. Und diese Flasche ist mit Mainzer Leitungswasser gefüllt. Und jetzt schüttle ich die richtig feste. Ne, wir müssen hier rüber gehen, weil wir brauchen Licht. Die Kollegen da oben schalten uns gleich Licht an. Lassen Sie mich mal schnell zeigen, was wir machen. Also wir haben hier dieses Wasser, ja? Dann habe ich hier oben zwei so Öffnungen, ja? An der einen Öffnung ist eine Pumpe. Er erzeugt jetzt einen Hochdruck. Und ich halte hier zu. Und dann mache ich eine sogenannte adiabatische Dekompression, das heißt, ich lasse die Luft raus. Da gibt es eine tolle Anlage in Karlsruhe, am KIT. Die haben eine riesen Apparatur, wo sie auch da drin schneit. Und die haben richtige Aerosole drin. Hier in Mainz können wir das nicht machen. Wir machen das mal in so einer Bottle. Deswegen schalte ich jetzt hier kurz mal jetzt müssen wir hier die... Können Sie mal das Licht anmachen? Ich bräuchte ein Licht von hier. Kriegen wir nicht. Also gut, schauen wir mal, vielleicht ist hell genug. Schauen wir mal. Gut. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Können Sie mir das Kabel geben? Ich hab uns disconnected. Die Kollegen hier haben mich schon gewarnt, das passiert. Schauen wir mal. Also Sie wissen, was wir jetzt machen. Sie steigen einfach einmal volle, also noch nicht, wir brauchen die Kamera. Gut, das müsste eigentlich reichen, das müsste man sehen. Also hier sieht man das Wasser und jetzt haben wir hier das Ding. Also was ich jetzt mache, ist, ich mache es mal hier oben, ich halte jetzt zu, ja, und jetzt drücken Sie mal voll drauf und bleiben unten. Na? Also in Mainz gibt es ja Aerosole und... Das mache ich falsch. Nochmal. Ah, da war schon ein bisschen. Haben Sie die Wolke gesehen? Nochmal.
Nein, nochmal ganz schnell machen wir es mal richtig Hochdruck. Ja, ein bisschen Wolke war da. Also Experiment gelungen. Okay. Aber so richtig überzeugen war es ja wohl nicht, oder? Deshalb habe ich hier das magische Teilchen, ein Streichholz und eine Streichholzschachtel. Und die Luft in Mainz ist halt einfach zu sauer. Wir brauchen ein bisschen Feinstaub, wie in den Vororten von Mainz, wo die Leute alle ordentlich schüren. Und wir machen jetzt erstmal bei Aerosole, da muss ich jetzt ein bisschen helfen. Ich möchte nicht haben, dass sie, ich mache mal hier das ab. Ich glaube, das geht ab, genau. Kann ich saugen. Jetzt, wenn Sie das Streichholz anzünden, dann ausblasen oder ausschütteln und dann sauge ich den Rauch hier rein. Okay? Also das machen wir mal hier so, dass man es sieht. Ja, nur zu. Ein bisschen anbrennen lassen, dass man ein bisschen anbrennen lassen. Dann ausblasen. Ja. Ist da. Gut. Dankeschön. Gut. Also, mein erstes Experiment hat ja nicht so toll geklappt. Jetzt schauen wir mal, ob es besser ist. Müssen wir das hier, das ist der da was, gell? Ja. Okay. Also, jetzt haben wir Aerosole hier rein. Hoffe ich mal. Also, großer Versuch. Los geht's. Nochmal. Also es geht sogar so, ich muss ja gar nichts machen hier. Jetzt müssen wir ein wenig warten, bis das hier wieder sich der Nebel settelt. Es regnet leider nicht. Gut, jetzt los. Und Sie sehen, wenn ihr drauf drückt, pass es auf, ihr drückt jetzt mal drauf. Nochmal drauf drücken. Adiabatische Kompression, ja, wird wärmer drin. Oh, jetzt hat es richtig toll geklappt. Also nochmal herzlichen Dank. Also Cloud Brightening funktioniert in der Flasche. Jetzt muss ich hier das wieder anmachen. Oh, oh. Hallo, jawohl, da bin ich. Genau, also das ist jetzt übrigens irreversibel. Das heißt, ich habe das schon probiert, gewaschen, geschüttelt, evakuiert, geht nichts. Nach 3-4 Tagen geht es wieder. Naja, die Aerosole sind halt weiterhin drin. Ja? Und die kann man ganz schlecht reinigen, wie Sie ja auch von Corona inzwischen alle wissen. Deshalb haben wir ja in den Klassenzimmern diese Luftreiniger, damit diese Aerosole weg sind. Gut. Jetzt mache ich mal wieder weiter in meinem Vortrag. Slideshow. Jetzt muss. Nee, das ist vom ganzen Anfang, okay. Sorry. Gut, das Experiment haben wir jetzt ja gemacht, hat geklappt. Temperatur sinkt und das Experiment hat geklappt. Und so schaut es dann aus, wenn Sie, wie ich, mit dem Forschungsschiff, der Andrea S. Merian, auf einer Forschungsreise sind in der Nähe von Barbados. Das war die EUREC 4A-Kampagne. Leider war gleichzeitig ein Schiff im Eis eingefroren und niemand hat uns beachtet. Wir hatten aber zwei Schiffe, nicht nur eins. Und unser Schiff musste dann später die Corona-Crew zum Nordpol fahren, weil die hatten ja dann das Problem auch mit Corona, sollte ja nicht rein. Auf jeden Fall waren wir da mit zwei Forschungsschiffen, mit jede Menge von Forschungsflugzeugen unterwegs. Da waren auch noch zwei Schiffe von den französischen Schiffen, ein amerikanisches Schiff. Und die Fragestellung ist einfach, wie verhalten sich diese Wolken? Das sind diese Wolken, die ich Ihnen von oben als Cumuluswolke, als Stratocumuluswolke gezeigt habe. Und in der Passatwindregion ist es so ein typisches Wetterphänomen. Sie stehen früh auf, da gibt es ganz wenige Wolken. Und im Laufe des Tages entstehen immer mehr Wolken. Dann entsteht so ein lokales Wolkengebiet, das ist vielleicht so 20, 30 Kilometer im Durchmesser zum Teil. Und dann fängt es an zu regnen wie wild.
und danach schaut es wieder genauso aus wie vorher. Sie stehen früh auf bei 28 Grad, 28 Grad ist das Wasser warm, die Luft ist dann 26 und dann geht es wieder von neun los und wir sind mit unserem Ballon in diese Wolken geflogen und haben Messungen drin gemacht, wie ein oben drüber das deutsche Forschungsflugzeug Kreise geflogen hat und kleinere Twin Otters durch die Mitte geflogen sind und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viel investiert. Ich fand das Bild so besonders schön, wurde nicht von mir gemacht, sondern von jemand anders auf der Crew, von den Forschern. Aber Sie sehen hier wunderschön diesen Regen. Also hier unten, das ist der Regen, wo der wirklich wunderschön zu sehen ist. Jetzt habe ich irgendwo meinen Projektor hier. Gut, ja. Jo, jetzt habe ich Ihnen ja erklärt, jetzt haben wir gerade solche Tröpfchen gemacht, wie Sie auch in der Dusche vorfinden manchmal, wenn man richtig warm duscht. Oder Sie gerade das Fenster aufmachen, die kalte Luft reinkommt. Und die Frage ist, wie komme ich denn jetzt von diesen Wolkentröpfchen, das 20 Mikrometer ist schon sehr groß übrigens, das ist schon ein relativ dicker Wolkentropfen, wie komme ich zu so einem 2 mm Regentropfen? Ich habe Ihnen einfach das mal im Querschnitt dort dargestellt, so ist ungefähr die Größenverhältnisse. Das heißt, wenn Sie einen Regentropfen auf die Nase kriegen, müssen sehr viele von diesen kleinen Tröpfchen da drin sein. Und jeder dieser kleinen Tröpfchen hat dann wieder ein Aerosol. Also so ganz sauber sind die Regentropfen nicht, aber die sind auch sehr, sehr klein, diese Aerosole. Also so viel ist es auch wieder nicht. Auf jeden Fall, die Frage ist, wie kann das geschehen? Und eine der großen Fragen ist, das haben wir gerade gemacht. Ja? Also wir haben hier dieses Wolkentröpfchen. Ich weiß nicht, mein Gerät hier scheint nicht mehr zu funktionieren. Ist egal. Sie sehen hier das Wolkentröpfchen, diese roten Dinger mit den weißen, das ist H2O, Wasser. Und dieses Wasser geht halt an diese Tröpfchen und dieses Wasser, wie wir jetzt gesehen haben, akkumuliert, macht kleine Tröpfchen. Nur haben wir jetzt ein Problem. Wenn der Vorgang wirklich homogen ist, so wie in der Flasche, sind alle Tröpfchen ungefähr gleich groß am Anfang. Ja, weil jedes Aerosol nimmt das Wasser auf und dann sitzt da. Dann gibt es was, das heißt Oswald Ripening, das heißt wegen der Oberflächenspannung auf diesen Tröpfchen schrumpfen die Kleinen auf Kosten der Großen. Das einzige Problem ist, wenn ich das mache in der Wolke, dass ich ungleiche Tröpfchen bekomme, das dauert viel zu lange, wird es nie regnen, also so viel Zeit haben wir nicht. Wolken regnen einfach viel zu schnell. Typischerweise regnen Wolken Faktor 10 ungefähr zu schnell als eine nasse Wolke, als man denken würde. Das heißt, wir verstehen eigentlich noch nicht so richtig, warum so eine nasse Wolke so schnell regnet, was natürlich auch so ein bisschen in Wettervorhersage erklärt. Da steht dann immer so 20% Chance of Rain oder 20% Wahrscheinlichkeit, weil wir es einfach nicht besser wissen. Und wo schon gar nicht. Also wo ist auch ganz schwierig. Und ich erkläre das gleich, warum. Also der Vorgang, den haben wir gemacht im Experiment in der Flasche, könnten wir gleich jetzt wieder wiederholen. Und dann ist es so, alle diese Tröpfchen fallen eben gleichmäßig auf den Boden und wenn die alle auf den Boden fallen, kommen sie in eine trockenere Luftschicht und verdampfen. Oder sie sind in so einem richtigen dicken Nebel, ja, wo es einfach alles halt einfach runterfällt, so langsam vor sich hin. Aber das passiert ja normalerweise nicht. Wir haben ja richtig schöne Regenfälle in Deutschland. Und die Frage ist, wie kann das passieren in einer Wolke, die nicht über Eis geht? Und der Trick ist ganz einfach, Sie brauchen ein paar dicke, große Tröpfchen. Wenn Sie diese großen Tröpfchen schon mal haben, dann fallen die viel schneller als die kleinen und stoßen viele kleine. Das heißt, einer fängt mal an zu fallen und der geht dann und dann patsch auf die Nase. So ein paar Millionen da mal ausrechnen, schnell, wie viele 20 µ Tröpfchen in so einen 3 mm Tropfen passen. Das sind sehr viele. Und die fallen dann auf ihre Nase und alles toll. Nur jetzt, ich habe ein Problem. Wie kriege ich denn diese großen? Ja. Mein Experiment klappt doch nicht. Und da kommt wahrscheinlich die Turbulenz rein und andere Phänomene. Das heißt, wenn wir verstehen würden, wie diese heterogene Struktur zustande kommt, könnten wir viel besser vorhersagen, wie man eine Wolke parametrisiert, wie das Albedo ist, das nennt man, wie viel Licht die abstrahlt, die Helligkeit, also die Breitness von der Wolke und so weiter. Und es gibt allerdings einen Ausweg, der einigermaßen gut verstanden ist, und das ist der Wegener-Bergeron-Findeisen-Prozess. Einfach Tau, gefrorener Tau. Sie kennen das, oder? Hier links, rechts, hatten wir dieses Jahr schon mal. Weiß nicht, in Göttingen gab es das. In Mainz auch, oder? Es war auch kalt, richtig kalt. Und warum stehen die denn? Naja, also gar nicht so einfach. Ich musste erst Wolkenphysik lernen, damit ich verstanden habe, warum es immer so schön ist außen in der Landschaft. Es ist so, Eis hat einen niedrigeren Dampfdruck als Nasswasser. Deshalb gefriert der Kühlschrank so wunderschön immer zu. Weil das ganze Wasser, das im Kühlschrank ist, wird Eis. Und deshalb müssen wir den immer mal abdauen. Und genauso ist hier der Fall.
Das ist jetzt nicht Göttingen, so schön war das nicht. Also ich habe auch fotografiert, aber mein Bild war nicht so schön, deswegen habe ich es lieber vom Internet genommen. Und was passiert ist, das Eis nimmt einfach alles Flüssigwasser in der Luft auf. Also wenn da Flüssigwasser irgendwo ist, wird das Wasser wird von diesem Eis praktisch aufgesaugt und wird kondensiert. Und dadurch habe ich einen sehr schnellen Wachstumsprozess. Also in der Wolke tatsächlich, wenn eine Wolke nukliert, ist sehr viel Flüssigwasser da. Extrem viel Flüssigwasser und ein bisschen Eis. Auch wenn die Wolke bei minus 15 Grad ist, ist immer noch jede Menge Flüssigwasser da. Und dieses Eis wird dann praktisch wird erzeugt, ist nukliert an so einem Eisnuklein, also an einem Aerosol, das eben Eis nukliert. Und dann wächst dieses Eis und dann wächst dieses Eis auf Kosten der ganzen vielen kleinen Wassertröpfchen außenrum. Und dann entstehen große Objekte. Und diese großen Objekte fallen natürlich schneller, weil sie ja schwerer sind als die umgebenden kleinen Tröpfchen. Und dann habe ich diese großen Tröpfchen hier. Die großen Kristalle, die fallen runter. Und dann gibt es verschiedene Effekte. Also zum einen gibt es sogenanntes Rimming, das heißt, das Nasswasser fällt außen hin. Oder das wird über Dampf angelegt. Und je nachdem, wie kalt es ist, entstehen verschiedene Schneekristalle und so weiter. Aber der Prozess hier ist schon einigermaßen gut verstanden, aber auch noch nicht sehr gut. Es gibt so viele, viele Fragen, die offen sind. Den hier verstehen wir fast nicht. Also da rätseln wir noch ziemlich stark. Also 2 Monate lang haben wir da gerätselt in Santa Barbara, um bessere Modelle zu entwickeln, um sowas zu simulieren. Also ich würde sagen, man kommt näher. Und vielleicht ist Turbulenz doch nicht so wichtig, wie man denkt, aber da komme ich noch dazu. Gut, jetzt ist die Frage, wie kann ich, wenn was nass ist, wie kann ich denn große Teilchen machen? Die kann ich erzeugen eben über Turbulenz. Und diese Turbulenz, die kennen Sie, und dann mache ich dann mein letztes Experiment am Schluss von der Vorlesung hier mit dem Laser hier. Machen wir mal Turbulenz. Und der Raum ist jetzt hier voller Turbulenz. Ziemlich langweilig, oder? Man sieht sie nicht. Deshalb müssen wir beide Wolken sind wunderschön, da sieht man die Turbulenz. Da sieht man diese Wirbel, 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 Wirbel. Natürlich ist es so, dass diese Teilchen in der Wolke, die nennt man Inertialteilchen. Inertial heißt, Sie wollen um die Kurve fahren, das Auto fliegt aus der Kurve. Ja, das ist inertial. Oder Sie wollen um die Kurve und bremsen, das Auto fährt geradeaus. Ja, das ist eben die Inertialkräfte. Das ist die Masse, die kinetische Energie, die in diesen Teilchen steht. Die spielen noch eine Rolle. Und für die Wolke ist es sehr wichtig, weil in der Wolke ist es so, dass diese Tröpfchen haben ja eine andere Dichte als die umgebende Luft. Und weil sie eine andere Dichte haben als die umgebende Luft, kommt es vielleicht wegen Turbulenz, die ja sehr viel mischt. Sie sehen sie auch hier immer wieder Wirbel, dass diese Wirbel praktisch die schweren Teilchen sozusagen aus der Wirbelkurve drängen und daneben ist noch einer, schießen sie aufeinander, stoßen und plötzlich habe ich große Tröpfchen. Das ist ein Mechanismus, wie man große Tröpfchen machen kann. Der geht, aber ob er effizient ist, wissen wir noch nicht. Und was ich jetzt hier habe, ist die Reynolds-Zahl. Die Reynolds-Zahl sagt Ihnen im Wesentlichen, wie stark ist die Mischung, die Sie machen, die kinetische Energie, die Sie eintragen, im Vergleich zu der Reibung. Wenn Sie Honig nehmen und Milch in Honig kippen, dann wissen Sie, was passiert? Nix. Ja? Beim Kaffee entsteht da schon eine gewisse Geschwindigkeit mit einer bestimmten Längenskala hier. Sie sehen da so eine bestimmte Längenskala und die teilen Sie dann durch die sogenannte kinematische Viskosität. Das ist die Viskosität geteilt durch die Dichte. Also die sagt Ihnen, wie träge die Flüssigkeit ist. Und wenn Sie das erreichen, ist Kaffee schon relativ hoch, 200, aber eine Wolke ist ungefähr 26 Millionen. Also die Wolke ist wesentlich höher als alles, was wir sonst auf der Erde haben. Das ist tatsächlich genauso groß wie der Ausbruch von Mount St. Helens. Ungefähr diese Turbulenzgrade hat eine Wolke in sich, einfach durch die ganz starken Auftriebsströmungen, die es gibt. Sie sind also sehr, sehr hoch. Das heißt, das ist ein Bild von der Zugspitze, wie Sie sehen mit den 2 Kabeln. Und das ist ein Bild jetzt hier aus der Halle, aber ich hoffe, es wird so schön. Ja? Gut. Was ist jetzt diese Turbulenz? Ja, die Turbulenz ist so universell, die verhält sich in einer relativ allgemeinen Sache. Es gibt eben Wirbel in Wirbel in Wirbeln und da gibt es große Wirbel und kleine Wirbel. Die kleinsten Wirbel werden durch Viskosität gedämpft. Das heißt, wenn ich so eine Scherströmung habe, die sehr klein ist, so mini, da tritt die Viskosität ein und es wird alles Wärme, einfach weg. Weg ist der Wirbel. Die großen Wirbel haben sehr viel kinetische Energie und bleiben deshalb sehr stark erhalten. Und deshalb nimmt man an, dass die Turbulenz tatsächlich universell ist, in dem Sinne, dass es ganz große Skalen gibt und ganz kleine Skalen. Das eine ist die große Skala, wo die Energie eingebracht wird in die Turbulenz.
Und die kleinste Skala ist die, wo die Viskosität eine Rolle spielt, und der Bereich dazwischen ist halbwegs universell. Das heißt, wenn ich das verstehe, dann weiß ich, wie die Turbulenz funktioniert, wie die Statistik ist, die Geschwindigkeitsfluktuationen sind, die Beschleunigungen sind und so weiter. Und in der Atmosphäre ist es so, eine typische Wolke hat irgendwie 100 bis 200 Meter, ist die typische Energieeintragsskala für die echte Turbulenz. Also nicht für die großskaligen Strömungen, sondern für die echte Turbulenz. Und die Zeiten, die ich habe, sind irgendwie Stunden bis Bruchteile zu Sekunden, weil die kleinsten Wirbel, die leben nur Bruchteile von Sekunden. Und zusätzlich habe ich, also die kleinste Größenskala ist ungefähr ein Haar. Das heißt, ich muss mir anschauen, 100 Meter bis runter zu ungefähr zu ein Haar. Und gleichzeitig habe ich Beschleunigung 20 G, 30 G, kein Problem. Also diese Wolkentröpfchen, die dann in der Flüssigkeit um die Ecke fliegen, die Flüssigkeit geht mit 30 G um die Ecke und dann muss der Tropfen dann schauen, was er macht. Und übrigens sehr interessant, das kann ich jetzt mal einbinden, dass Sie auch was haben von dem Vortrag. Ihr kennt meine Arbeiten aus Cornell. Wir haben die Beschleunigung der Turbulenz gemessen. Wir waren die Ersten, also die wirklich bei hohen Turbulenzgraden gemessen haben. Da gibt es eine Arbeit dazu von Heisenberg nach dem Krieg. Und wir haben den seine Sachen, die er theoretisch vorhergesagt hat, zum ersten Mal überhaupt messen können. Das war im Jahr 2000. Hat ein bisschen gedauert. Und das Problem ist, dass diese Beschleunigungen eben so irrsinnig groß sind. Und wenn Sie ein Teilchen, nehmen Sie mal 100 Liter Wasser, das rühren Sie um mit einem PS oder einem Kilowatt, ist egal, wird einfach umgerührt. Und dann wollen Sie die Beschleunigung messen von den Wasserteilchen. Also Sie werfen da Teilchen rein, die sind sehr klein, die sieht man, verhalten sich aber im Wesentlichen wie Wasser. Und dann können Sie die tracken und dazu brauchen Sie Hochgeschwindigkeitskameras und die kamen damals von der Hochenergiephysik. Von den Beschleunigern Cornell haben wir uns die Kameras besorgt und haben dann die völlig falsch benutzt, nämlich um Teilchen zu tracken in der Turbulenz. Und da kam eben raus, dass wir eben bis zu 20.000 Meter pro Sekunde gemessen haben für so ein Wasserteilchen. Einfach nur 100 Liter Wasser umgerührt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie ist denn das dann mit Moskitos? Was macht denn ein Moskito? Oh, die ist ein bisschen größer als so 0,1 Millimeter, aber die leben ja in dieser turbulenten Strömung. Was machen die denn, wenn es windig wird? Und da gibt es einen Artikel, ein wunderschönes Paper im Journal of American Mosquito Control. Die haben dann solche Moskitofallen in Florida aufgebaut. Da wird CO2 in die Luft geblasen, dahinter ist ein Staubsauger. Und damals mussten die Studenten das noch per Hand messen, heutzutage ist wahrscheinlich Deep Learning. Und da haben die also gemessen, wie viele Moskitos als Funktion der Geschwindigkeit der Luft fliegen. Und da stellt sich raus, das fällt ab wie 1 durch Geschwindigkeitsquadrat. Das heißt, das ist ein enormer schneller Abfall von den fliegenden Moskitos. Also Moskitos fliegen einfach nicht, wenn es windig ist. Und ich weiß nicht, wer schon mal in dem Rollercoaster war, in Disneyland. Da gibt es so einen Rollercoaster, der dunkel ist. Das ist die Hölle. Also für mich. Also ich hatte da mal ein Kind am Arm. Oh, ja. Ja, weil sie nicht wissen, wo der nächste Wirbel kommt. Ein Gleitschirmflieger weiß das. Ja, er weiß einfach nicht, welcher Wirbel der nächste ist. Ja? Und genauso geht es diesem armen Moskito. Also, wenn Sie ein Zelt aufbauen, baut man das auf am Berg, wo es schön windig ist, oder unten im Tal, wo es nicht windig ist, wenn man keine Moskitos haben will? Am Berg, genau. Das ist das, wenn Sie also Kindern sagen können, passen Sie auf, Bodenschatz, hat die gesagt, das funktioniert. Können Sie ausprobieren. Anscheinend sind auch Hausfliegen sehr sensitiv zu Ventilatoren. Wenn Sie also außen sitzen zum Frühstück und diese Fliegen lassen Sie einfach nicht in Ruhe. Ventilator hinstellen, anschalten und gleich sind Faktor 10 weniger oder vielleicht gar keine mehr. Das hat 2 Vorteile. Das eine ist, die ganzen Duftstoffe werden weggeblasen. Also die riechen nichts mehr, die wissen nicht mehr, wo sie hinfliegen sollen. Und die Turbulenz, die mögen sie wirklich nicht. Also einfach mal ausprobieren. Ich habe immer einen unter dem Tisch stehen außen und dann wird er angeschalten, dann sind sie weg, dann habe ich wieder meine Ruhe. Einfach mal ausprobieren. Gut, das war so ein Aside, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Vortrag. Also was ich ja hoffentlich jetzt Ihnen erklärt habe, die Turbulenz vermutlich führt sie zu Zusammenstößen, aber was halt auch, sie führt auch zu Zerbrechen. Also Sie müssen sich vorstellen, da stehen sehr starke Scherkräfte, das heißt Schneekristalle werden einfach aufgebrochen. Aber was halt auch ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Mischen, dieses turbulente Mischen, nämlich dieses Mischen, das Sie hier wunderschön in der Kaffeekanne sehen.
oder hier in dem grünen Bild. Dieses Mischen ist ganz, ganz wichtig für eine Wolke, weil eine Wolke nämlich nicht homogen ist. Eine Wolke hat sehr viel, da kann sich trockener Luft von oben mit nasser Luft in der Wolke mischen. Sehr wichtig für den Topf von der Wolke. Dann von unten kommt feuchte Luft, die sehr stark turbulent ist. Die macht dann wieder Turbulent Entrainment. Und dieses Mischen ist auch extrem wichtig. Und das müssen wir einfach alles verstehen. Und deshalb haben wir uns auf die Zugspitze begeben. Also hier, viele von Ihnen waren vielleicht ja schon mal oben. Da gibt es eben das Schneefernerhaus. Hier oben ist die Zugspitze, das von der Österreich reingeschaut. Der Schneefernerkopf, da würde ich gerne hochgehen, aber leider baut mir niemand die Seilbahn. Ist ein bisschen steil zum Hochklettern. Und da oben ist ein tolles Forschungsstation, wo man wirklich sehr, sehr gut forschen kann. Und wir machen da eben Wolkenforschung. In dem Fall sind uns die Aerosole eigentlich ziemlich egal. Also mir ist egal, ob das Bratwurstdampf in den Aerosolen ist oder irgendwas anderes, weil mich interessiert die Wolke und was die Wolke macht. Und hier ist der Turm vom Schneefernerhaus. Früher ging der Lift von hier hoch zum Gipfel. Das ist ein sehr, sehr starker Turm. Und auf dem Turm, sehen Sie, hier haben wir ein Experiment gemacht, wo wir zum Beispiel mit dem Laser, einfach so ein Lasersheet, wie wir jetzt gleich sehen werden, auch in die Wolke eingetragen haben. Hier haben wir dann Messungen noch gemacht von Tröpfchen und auch Aerosolen und Windgeschwindigkeit. Und hier ist mein Team von damals. Da hat es also wirklich geregnet. Hier sehen Sie dieses Lasersheet. Das Lasersheet, da nimmt man eine zylindrische Linse, also einen Glasstab. Und dieser Glasstab macht dann aus dem Strahl einfach eine Linie. Und diese Linie sehen Sie hier, und wenn Sie jetzt hier schauen in dem Video, sehen Sie, dass diese Wolke, das ist eine echte Wolke, die ist keineswegs homogen, ja, sondern die ist sehr strukturiert und hat sogar Löcher, wie ich jetzt zeigen werde, und zwar haben wir das hier publiziert. Hier sehen Sie so ein Bild, so ein Loch hier ist typischerweise 2 bis 3 Zentimeter im Durchmesser, und ab einer bestimmten Größe von Tröpfchen stellen Sie fest, dass so eine Wolke ausschaut wie Schweizer Käse. Und dann fragen Sie sich, was ist denn das jetzt, was könnte denn das sein? Und es ist schwierig zu messen, weil die Strukturen, die das machen, sind tatsächlich 15 Meter lang. Das sind große Wirbel, die in der Turbulenz existieren, und diese Wirbel haben Zentrifugalkräfte, und die zentrifugieren alle diese kleinen Tröpfchen nach außen. Sie sehen das auch, dass immer so eine leichte Tröpfchenhäufung um diesen schwarzen Punkt, und wo es keine Tröpfchen gibt, streut der Laser nicht, und da sehen Sie halt ein Loch. Und dann machen wir dieses Experiment. Hier sehen Sie es nochmal hier. Das ist dieses Bild vor drei Jahren oder fast schon 4. Und dann kommen natürlich meine Meteorologenkollegen und sagen so, naja, Eberhard, Zugspitze, Boundary Layer, du saugst da halt die trockene Luft in vom Boden, da gibt es halt besonders viele solche Löcher und hat vielleicht mit der echten Wolke gar nichts zu tun. Und naja, dann sage ich, naja, ich zeige es euch. Und dann kam die Idee auf, da war ich bei einer Konferenz. Also nee, bevor ich das mache, vielleicht noch kurz die Zugspitze. Also diese Experimente sind doch relativ aufwendig, weil wir machen da oben Particle Tracking. Genauso mit dem Experiment in dem Wassertopf, wo ich Ihnen erzählt habe, machen wir das jetzt in der echten Wolke. Wir machen das typischerweise bei 25.000 Bildern pro Sekunde in 3 Dimensionen. Das heißt, wir nehmen auf jede Trajektorie von jedem Tröpfchen in einem bestimmten Volumen von ungefähr 5x5x5 cm, Vollzeit aufgelöst. Und inzwischen auch können wir auch die Tröpfchengrößen messen. Also da sind wir ganz stolz drauf, dass wir nicht nur die Tröpfchendynamik sehen, sondern auch die Tröpfchengrößen. Natürlich hat es ein bisschen einen Einlass. Das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich einen Helikopter fliegen lassen durfte. Also hier ist der Kran, der es einlädt, und hier ist unser Messaufbau. Da stand ich dort und habe darauf gewartet, dass die endlich mit dem Helikopter nach oben fliegen, dass ich ein tolles Bild machen kann. Sie sehen, hat nicht geklappt. Ich hatte ein Treffen in der Max-Planck-Gesellschaft, musste also wieder zurück nach München. Weiter waren Wolken und Helikopter und Wolken, ne, geht nicht. Und also das ist Swiss Air, also das ist so eine, wie heißt sie denn, Swiss irgendwas. Und dann sehen Sie hier, da kommt es runter, das wiegt also mehrere Tonnen. Wir mussten zweimal fliegen, weil das eine Teil zu schwer war. Die gelben hier, das sind die von der Fluggesellschaft sozusagen, da dürfen wir eigentlich nicht zufassen, das sehen Sie hier, die lassen uns gar nicht hin, weil das einfach zu gefährlich ist. Und die haben das dann tatsächlich hochgeflogen, und so schaut es dann aus. Hier bin ich mal hochgefahren zur Zugspitze, um das der bayerischen Umweltministerin zu zeigen. Hier, das ist ein Schlitten, und zwar fahren wir wie im Film mit den Wolken mit und nehmen dann 15.000 Bilder pro Sekunde auf, und dann fahren wir wieder zurück, fahren wieder mit 7 Meter pro Sekunde mit der Wolke mit. Und das ist die Idee, kommt mit vielen Komplikationen.
Wir müssen zum Beispiel sicherstellen, dass dieser Schlitten, der ungefähr 300 Kilo wiegt, nicht unten ein paar Touristen erschlägt. Ja, das ist ernst gemeint, ja. Also da gingen viele Rechnungen rein. Was passiert, wenn uns der Schlitten davonreißt und die Bremse nicht mehr klappt? Was passiert dann, ja? Und der Anschlag hier hinten, der Schwarze da, den Sie da sehen, der hält 5 Tonnen aus oder 6 Tonnen. So, der hat nämlich diese 300 Kilo, wenn man die auf ungefähr 5 Zentimeter bremst, da wirken gewaltige Kräfte. Naja, auf jeden Fall haben wir dann, gibt es ja tolle Firmen in Deutschland, die tolle Laser bauen, die Firma Trumpf. Und der Laser, der steht 2 Stockwerke tiefer, das ist über eine Glasfaser eingekoppelt. Hier drin befinden sich 4 Hochgeschwindigkeitskameras. Es gibt hier optische Einlässe, wo wir schauen können, auf dem Volumen ungefähr 60 cm darüber. Die werden angeblasen, sodass die Tröpfchen, die dort ja niedergehen, wenn es regnet, nicht die Optik verändern. Und dann schaut es dann halt so aus und dann wird der Laser angeschaltet. Und da geht jetzt die Wolke durch und jetzt füllen sich die Harddisks auf. Da oben steht ein Computercluster und dann geht die Datenanalyse los, weil sie in Daten erstickt werden. Hier ist das Paper dazu. Das funktioniert jetzt alles wunderbar. Und die ersten Daten sind auch schon fertig. Und was man findet, dass wir haben im Wesentlichen das bestätigt, was Leute auch schon vermutet haben, nämlich, dass wenn sie besonders große Teilchen haben in der Turbulenz, dass es sogenannte Preferential Concentration gibt. Das heißt, wenn Sie ein größeres Tröpfchen nehmen und fragen, wie weit sind andere Tröpfchen weg, dann sehen Sie, dass die klumpen, diese Tröpfchen. Und das heißt, dass die Turbulenz dazu führt, dass es eben höhere Konzentration an Tröpfchen gibt. Und wenn es die gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mal welche stoßen, höher. Und deshalb gibt es dann vielleicht doch diesen Einsatz des Regens. Die Daten wollte ich Ihnen jetzt nicht zeigen, weil ich Ihnen noch ein paar andere Bilder zeigen will von meinem anderen verrückten Experiment. Also Max-Planck-Direktor zu sein, ist schon was Schönes. Also gebe ich frei zu, also keine Frage. Und zwar habe ich meinen Kollegen erklärt, ja, jetzt habe ich endlich meine Löcher gefunden und meine Kollegen sagen, jetzt bist du gelöchert. Und dann habe ich gesagt, müssen wir halt in die Wolke, ganz einfach. Da gibt es 2 große Türme in Holland. Habe ich überlegt, wenn ich mit einem Laser auf einen anderen Turm schieße, vielleicht könnte ich das machen. Alles fürchterlich aufwendig und am Schluss haben wir beschlossen, ja, nach einer Konferenz hat mir einer erzählt, es gibt doch in England diesen Helikite. Helikite ist ein Kindertraum, ich lasse jetzt Drachen steigen, ist ein toller Drachen, der Drachen fällt nämlich nicht runter. Also Sie wissen ja, Drachen steigen, wenn der Wind raus ist, fällt er runter. Was macht man? Man macht obendrauf eine große Heliumblase, sodass wenn der Wind aufhört, der Drachen nicht mehr runterfällt. Und es hatte diese Engländer als Idee, verkauft den auch sehr gut ans Militär, hauptsächlich, weil die wollen da ihre Kommunikationsantennen über dem Schiff zum Beispiel auf 2-3 Kilometer hochziehen und dann können die da wesentlich besser kommunizieren oder auch im Notfall, wenn alle Sendemasten kaputt sind, muss ja 5G trotzdem gehen und da sind diese Ballone sehr schön. Und wir haben dann gesagt, ja, lieber Sandy, könntest du uns vielleicht einen 250 Kubikmeter Ballon bauen? Hat er gesagt, naja, habe ich noch nie, aber sollte gehen. Und dann hat er also uns einen 250 Kubikmeter, also erst hat er einen 170 Kubikmeter Ballon gebaut, der zurzeit an der ETH geflogen wird. Und dann hat er uns unser endgültiges Projekt gemacht, 250 Kubikmeter, wir haben zwischen 4 Stück davon. Und der Ballon hebt rein mit Helium 100 Kilo. Und er hebt, wenn ich 2 nehme, habe ich dann 200 Kilo Helium. Und 200 Kilo Messgeräte sind viele, viele Messgeräte. Und was wir jetzt machen ist, ich zeige gleich ein paar Bilder, wo wir noch nicht ganz so weit waren. Da haben wir das ganze Sachen noch an den Ballon gehängt. Inzwischen hängen wir alles an Seil. Und inzwischen fliegen wir die Ballone auch über die Wolken, wenn es geht. Also viele Wolken sind ja relativ niedrig. Und dann hängen wir an dieser Schnur, die Sie da sehen, bei ungefähr 45 Grad hängen wir mit extra Schnür nochmal alle unsere Messgeräte in beliebigen Abständen und können dann mit hoher räumlicher Auflösung die Dynamik der Wolke messen, mit Windgeschwindigkeitsdifferenzen, die wesentlich geringer sind als im Flugzeug. Weil mit dem Flugzeug schieße ich einmal durch, hier kann ich voll 24 Stunden einfach drin hängen, bis die Batterien alle sind oder die Harddisks sind voll. Und wir haben dann natürlich auch weitergedacht, weil wir sind ja Particle Tracker und so weiter, haben dann beschlossen, wir bauen da so eine, hier sieht man es in Göttingen, also das ist ja am Fliegen, das ist diese 250 Kubikmeter Helikite. Hier unten ist eine Winde. Die Winde muss ungefähr so 2,5 bis 3 Tonnen ziehen. Da ist ein 8-Zylinder-Motor drin. Geht elektrisch übrigens nicht, weil wir nicht genug Power kriegen am Schiff. Also ist sehr schwierig. Und das ist nur eine Linie, das ist nur eine Backup-Line. Die benutzt man nur, wenn der Ballon, also diese Backup-Line hier, die da, die benutzt man nur,
weil in Deutschland vorgeschrieben ist, bis zu 30 Meter brauche ich eine zweite Schnur. Aber wenn wir dann wirklich fliegen, gehen wir mit dem Ballon hoch auf 1,2, 1,5 Kilometer, kein Problem. Und warum geht das jetzt alles? Da kommt ihr anderes Max-Planck-Institut oder auch die Chemie in Mainz, kommt da wieder zur Rolle. Welches Seil benutzen wir? Jemand kennt diese Seile, bin ich mir sicher. Die heißen Dyneema, schon mal gehört? Unglaublich, oder? Das ist Polyethylen, ja? Und die wiegen nichts. Die wiegen wirklich nichts. Und halten so ein 5 mm Seil, ja, trägt 5 Tonnen. Und die werden vorgestreckt, das heißt, die haben nicht mal noch die Energie gespeichert wie im Stahlseil, dass sie einem wegschnalzen. Das heißt, absolut ideal für solche Anwendungen, weil plötzlich kann ich diese Seile sehr weit ins Freie fliegen lassen. Die werden auch übrigens in Deutschland, also wir haben deutsches Produkt, das wir einsetzen, hergestellt. Und wir haben auch schon so einen Ballon verloren übrigens, aber können wir später drüber reden. Einen kleinen, waren ja nur 200.000 Messgeräte dran, 200.000 Euro. Der 75 Kubikmeter hat sich selbstständig gemacht. Naja, hier, das ist die Box und da wollte ich Ihnen nur mal zeigen, wie involviert es ist. Also wenn Sie solche meteorologischen Messungen machen, das wissen meine Kollegen, die machen auch, das ist extrem kompliziert, weil Sie müssen ja alles messen, was Ihnen, also Feuchtigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeiten, 3D. Dann ist natürlich auch schön, wenn man noch die Wolkentröpfchen sieht. Und deshalb bauen wir hier dieses Holographie-System ein, das auch zuerst in Mainz entwickelt wurde, von Herrn Burmann. Und dieses Holographie-System erlaubt mir in einer Säule, so eine Säule, so wie ein Eis, so kann ich messen, was die Größe der Partikel ist, welche Gestalt sie haben, auch Schneekristalle, und kann die dann analysieren. Und finde das alles, das Ganze muss natürlich dann wasserdicht verpackt werden. Was wir hier jetzt noch neu gemacht haben, ist, wir machen noch gleichzeitig ein sogenanntes PIV, Particle Image Velocimetry. Das ist ein relativ einfaches Verfahren, man macht so eine Lichtschicht, wie ich jetzt danach hier mache, da macht man zwei kurze Blitze. Und dann schaut man an, wie sich das Bild bewegt hat. Und von der Bewegung kann ich die Geschwindigkeit ausrechnen, das ist alles. Ein toller Name für was relativ Einfaches. Das kann ich relativ einfach machen in Korrelation, aber nachdem ich ja mit der Holographie, die ich hier habe, kann ich ja nur momentane Aufnahmen machen. Also wir haben da 75 Hertz. Ups, falsche Richtung. Ich gebe meine ganzen Sachen auf. Also das ist jetzt diese Instrumentbox, das ist die große Box. Die fliegen wir inzwischen auch vom Seil, die fliegen wir nicht mehr am Ballon. Und das Problem jetzt hier, die Herausforderung, die Sie da haben, Sie haben da wirklich alles drin vom gefährlichsten Laser, also der Laser ist 100-mal gefährlicher als der hier. Das heißt, wir mussten dann die Laser Certification haben, dass der Klasse 1 ist, damit wir überhaupt aufs Schiff dürften. Die hätten uns überhaupt nicht aufs Schiff gelassen, wenn wir den Laser dort, also Klasse 3 Laser. Und es klappt alles. Und jetzt sehen Sie, da müssen Sie das alles wasser, dann kommt jede Menge Elektronik rein. Das geht alles nur wegen der jetzigen technischen Revolution. Sie haben jetzt halt viele kleine Computer. Ja, Sie kennen die sehr gut. Ja. So ein Arduino ist halt billig, der kostet fast nichts. Ja. Und Sie haben halt hochintegrierte Elektronik und Sie haben jetzt vor allem auch Lithium-Eisen- oder Lithium-Batterien, mit denen Sie jede Menge Energie auch in die Wolke bringen können ohne Kabel. Kabel geht nicht, ist zu schwer. Sie können das Kabel nicht hochziehen, das ist einfach zu viel Gewicht. Das heißt, Sie müssen die Batterie nach oben fliegen. Wir wissen alles, wie man Batterien verschickt und nicht verschickt, und es ist, ich kann nur sagen, extrem kompliziert, Lithium-Batterien, gebrauchte schon gar nicht. Ja. Und, aber nur die jetzige technologische Entwicklung erlaubt uns das alles, und jetzt sind wir gerade dabei, für die Holographie Deep Learning-Algorithmen, also AI zu entwickeln, weil zurzeit sitzt der Oliver Schlenzek, vielleicht manche kennen ihn noch hier, sitzt stundenlang vor seinem Computer und macht Deep Learning mit dem Kopf. Und das müssen wir irgendwie abschaffen. Also es ist sehr viel Handarbeit zurzeit noch, diese Hologramme zu analysieren. Aber das muss gehen mit AI. Also da sind wir auch dran. Also Sie sehen schon, und dann habe ich gesagt, dann fahren wir zur See. Hier, das war meine erste Seefahrt, meine erste Cruise. Sie sehen oben den Ballon. Das ist die Andrea S. Merian, das Forschungsschiff. Die hatten noch nie nach oben gemessen. Wir sind die Ersten, die seit langem mal mit einem deutschen Forschungsschiff mal nach oben gemessen haben. Normalerweise macht man das stationär vom Eis, oder das machen auch unsere Kollegen natürlich von Leipzig. Und wir haben hier zwei Ballone, und an dem Ballon hängt jetzt unser Messgerät, und das fliegen wir dann in die Wolke und dann geht's los.
Und das Tolle jetzt, eben die neue Evolution, ist, dass wir jetzt das Seil voll benutzen und der Ballon eigentlich in dem Bereich liegt, wo es langweilig ist, nämlich wo der Ballon am ruhigsten ist, das ist keine Turbulenz. Und wir dann in beliebigen Abständen unsere Messgeräte installieren können. Also ich bin ganz begeistert. Und das Ganze führen wir zurzeit durch in Finnland. Da gibt es den Pallassee, ich weiß nicht, ob jemand schon mal dort war, das ist ungefähr 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Und das ist ein Raum von 7 mal 7 Kilometer mal 2,5 Kilometer für die Luftfahrt sperrbar. Das heißt, wir können da im Wesentlichen tun und lassen, was wir wollen. Nicht ganz. Und da gibt es auch sehr schöne Wolken. Und zwar, je nach Wetterlage, kommt entweder von Russland sehr viel Aerosole, weil da gibt es eine Insel, wo sehr viel Eisenerz abgebaut wird. Da gibt es also Unmengen Aerosole. Meine Erze abgebaut, dann gibt es die Strömung vom Süden, das ist ganz Europa, füttert dann rein zu uns und dann gibt es natürlich die Nordströmung, die praktisch kaum noch Aerosole hat. Das heißt, wir haben dort alle Wettersachen irgendwie beieinander und das Schöne ist, wir können dann halt nicht vom Schiff messen, das ist wirklich anstrengend vom Schiff zu messen, also ist schon ein Riesenaufwand. Aber das Schöne ist, wir haben auch gezeigt, dass man mit dem Schiff Wolken jagen kann. Also die Schiffe haben ja alle Radar und man sieht zum Beispiel in der Tradewind Region, sieht man sehr schön diese größeren Wolkengebiete, die entstehen, die sieht man wunderschön auf Radar. Und wir hatten das Schiff für 3 Tage. Also das bedeutet, wir hatten es wirklich, also wir haben gesagt, wo sie hinfahren. Und dann fuhren wir also nach ungefähr einer Stunde und der Kapitän hat gesagt, da kommt die Wolke, da müssen wir hinfahren. Haben wir gesagt, mach das mal. Und siehe da, mitten rein sind wir gefahren, genau in die Wolke. Also man kann Wolken jagen und dann die Wolke messen, die man dann auch entstehen sieht. Gleichzeitig gibt es natürlich Satellitenmessungen von diesem Gebiet, sehr hochauflösende. Das heißt, man weiß, was die großskalige Struktur war und so weiter. Und gleichzeitig hat man noch viele Forschungsflugzeuge und alles. Also es ist eine tolle Kampagne. Nur der Nachteil ist, man erstickt in Daten. Also im wahrsten Sinne des Wortes, erstickt in Daten. Und Sie wissen ja nicht, sind sie gut. Daten allein nützen ja gar nichts. Sie müssen ja gut sein, die Daten. Das heißt, Sie investieren unheimlich viel Arbeit, diese Daten gut zu machen. Nämlich die schlechten Daten rauszuwerfen, die systematischen Fehler zu... Also es ist eine richtig viele Arbeit, aber jetzt nach Corona haben wir wieder mehr Zeit. Vielleicht wissen Sie ja, ich habe sehr viel an Corona gearbeitet. Vielleicht haben Sie mich hier damals in Heute schon neu gesehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder an den Daten dran und der Coronavirus ist mir zurzeit nicht so wichtig. Und wollte ich Ihnen jetzt nur kurz vorm Schluss, bevor ich meine Vorführung mache, wollte ich mal zeigen, wie das so am Schiff abläuft. Hier ist also der Start. Da ist die Crew, da ist unser Ballon, unten hängt unser Experiment. Das ist manchmal ein bisschen scary, weil der Ballon in der Wirbelstraße des Schiffes ist. Aber er hat nie was getroffen. Außer, dass der eine uns weggeflogen ist, aber da fragen Sie mich ja dann, warum. Aber Sie sehen, jetzt geht er in die Wirbelstraße vom Schiff. Das ist dann, aber jetzt sind wir ja schon weit weg genug vom Schiff. Jetzt geht er also hoch, unten ist diese Winde. Wenn er mal oben ist, fehlt einem was am Schiff, da ist plötzlich so viel Platz. Ich gehe mal jetzt ein bisschen weiter. Jetzt geht er also hier hoch. Jetzt ist er oben. Jetzt ist der Laser an. Das heißt, dieses weiße und das rote Licht, rosa Licht heißt, das Gerät kann feuern. Und am nächsten Morgen haben wir es dann runtergeholt. Ja, also da war er wirklich die ganze Zeit oben. Und jetzt wird er gleich runtergeholt. Der Landing, anscheinend deutsch-englisch gemischt. Und jetzt wird er hier, das war die letzte Landung und da war die Crew schon sehr relaxed, da waren nur noch 4 Leute da, sonst waren es immer 8. Und ja, jetzt wird es spannend, jetzt müssen wir das Ding gleich fangen. Naja, das ist gefährlich, die Box wiegt 90 Kilo. Ja, also und jetzt wird sie gefangen und der fängt jetzt mit seiner Schnur noch, da hat sich was verheddert. Und Sie sehen schon, der Ballon war schon etwas schlapp auf der Brust. Das war die letzte Landung, bevor wir nach Deutschland sind, nach Corona. War also im Februar in der Save the Measuring Box, dann haben wir die Measuring Box runtergebracht. Inzwischen machen wir das alles vom Seil, also es klappt alles wunderbar. Und dann muss man dafür sorgen, dass dieser Ballon nicht kaputt geht. Vielleicht noch einmal ein paar Daten. Wie scharf ist eine Wolke? Sie haben gesehen, die Wolken sind so schön weiß. Und da fragt man sich ja, wie gut ist da die Frau Holle, da die Wolke wirklich scharf zu machen, dass die Wolke wirklich scharf. Und hier sehen Sie, wie die scharf die Wolke ist. Das die Hologramme hat der Olli analysiert. Und was Sie hier sehen, das ist eine 18 cm, also 180 mm lang und ungefähr 1 cm mal 1 cm im Rechteck.
Und da schauen wir, was durchkommt durch das Gerät. Und die Taktfrequenz ist so, dass wir alle 7,5 cm Bit bekommen. Und Sie sehen, dass die Wolke wirklich absolut scharf ist. Ja? Sie gehen also von Wolkentröpfchen freiem Bereich innerhalb von 7 cm in einen Bereich, der ausschaut wie eine voll entwickelte Wolke, und dann tut sich auch nichts mehr. Das heißt, diese Wolken sind extrem scharf und wir versuchen zurzeit zu verstehen, woher kommt das. Und wahrscheinlich sind einige von diesen Papers über Mixing, Homogeneous versus Heterogeneous Mixing, gar nicht so richtig. Weil man kann hier, aus diesen Daten kann man das auch rausholen, und also ich glaube, da ist noch viel zu tun. Aber das ist ganz, ganz wichtig für die Mischung. Die Farbe gibt uns die Wolken, die Tröpfchengröße an, also Tröpfchengröße 25 Mikrometer bis 5 Mikrometer. Und wir haben jetzt also unendlich viele solche Daten. Und das ist auch ein sehr schnelles Hologramm, das macht 75 Hertz. Und die Windgeschwindigkeit war also zu typischerweise 6 Meter pro Sekunde. Und jetzt wollte ich Ihnen eigentlich die Vorführung geben über die Turbulenz. Und dann würde ich meinen Vortrag beenden. Also wir machen jetzt sowas hier. Sie sehen es. Hatte ich noch einen schwarzen Kittel, einen blauen Kittel an. Und wenn es klappt, sollte es so ausschauen. Okay? Gut. Dann bedanke ich mich erstmal hier und dann würde ich mal rübergehen zu meiner Demo-Experiment. Dankeschön. Also nochmal zum Verständnis, ich werde jetzt diesen Laser auf schwächste Stufe anschalten, um sicherzustellen, dass noch alles so ist, wie ich es denke. Ja? Der strahlt hier oben an die Brüstung. Ja? Damit ist alles augensicher, also keine Probleme. Und danach werde ich dann mit diesen Gerätchen hier mal so richtig Staub in die Luft jagen. Und wir können den Bildschirm tatsächlich ausschalten, wenn Sie den ausschalten hier, den brauchen wir nicht mehr. Oder höchstens für die Fragen, jetzt mache ich das hier mal an. Jupp, wenn Sie hochschauen, sehen Sie, dass der Laser an ist. Ja? Und also es sollte keine Reflexionen geben. Ich werde jetzt den noch ein bisschen hochdrehen hier. Alles gut? Beschweren Sie sich, wenn es Ihnen zu hell wird, aber es sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also der strahlt auf jeden Fall niemanden an. Das war es auch schon, mehr kann er nicht mehr. Das sind jetzt 5 Watt Laserlicht. Ja? Und dieses 5 Watt Laserlicht strahlt jetzt über unsere Köpfe. Und manche von Ihnen sehen vielleicht jetzt schon Aerosole. Wenn Sie gegen das Licht schauen, also gegen das Licht schauen, also nicht mit dem Licht, sondern gegen das Licht, Je höher Sie sitzen, umso mehr müssen Sie den Staub im Raum sehen. Sehen Sie schon Staub im Raum? Ja? Ja, gut. Ich mache da jetzt mal ein bisschen mehr noch. Ich weiß nicht, wie die Strömungen sind. Jetzt hoffentlich mache ich es richtig, ja. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob es klappt. Und zwar ist es jetzt Turbulenz. Sehen Sie schon was? Ich sehe nichts, weil ich ja falsch stehe. Ja. Also müssen wir noch ein bisschen warten, aber wenn Sie direkt drunter sitzen, Sie sitzen, ich müsste jetzt für Sie auch noch ein bisschen was machen hier, sehe ich schon. Ich darf noch mal. Ja, wenn es die Jahre sagt, ich darf nicht mehr, dann habe ich ein Problem. Ich mache hier noch mal ein bisschen was hier. Na, stopp. Stopp. Puh. Also ich finde diese Muster, also Sie erzeugen jetzt Folgendes. An Ihrem Kopf ist eine Strömungsgeschwindigkeit von 25 cm pro Sekunde. An jedem Ihrer Köpfen. Das heißt, Sie erzeugen zurzeit einen extrem hohen Turbulenzgrad. Einfach dadurch, dass Sie in dem Raum sitzen. Hinten sieht man es noch nicht. Hm? Ja, doch, gut. Sorry. Ach ja, ist doch da. Geht schon. Und das Faszinierende ist, Sie sehen, dass die Turbulenz vorne wesentlich stärker ist, wo der Laser ist.
bei der Blästen Ventilator. Der Raum ist relativ ruhig und ich weiß nicht, ob man oben auch noch was sieht. Ach, da ist ein Loch. Ja, vielleicht, ich mag es nochmal. Ist es noch okay? Wenn nicht, müssen Sie Ihre Corona-Maske aufsetzen. Die funktioniert perfekt. Ja, das ist immer das Problem mit den Strömungen in diesen Sälen. Ich gehe mal ein bisschen weiter rüber. Früher ging das auch leichter. Ja, irgendwie heizen sie nicht genug, also die Luft muss da. Aber sie sehen es, glaube ich, ja. Ich glaube, die vorderen Ränge haben einen Vorteil. Aber ich glaube, es kommt jetzt gleich. Ah ja, es müsste. Ich mache jetzt nichts mehr, nicht. Aber wirklich Maske aufsetzen, wenn sie dabei haben, das sitzt. Insbesondere die FFP2-Maske funktioniert da besonders gut, weil die ja für Öl gemacht ist. Aber es ist kein Öl, keine Angst. Ja, ist wunderschön von hier oben. Laser ist ein bisschen schwach hier oben. Ja. Aber es ist. Ja, also diese Turbulenz. Wir haben gewisserweise Glück. Und zwar ist das Glück, dass die Turbulenz in einem Hörsaal langsam genug ist, dass man sie sieht. Ja, wenn die schneller wäre, würden wir ja nichts mehr sehen, da wäre alles verschwommen. Und wenn es noch langsamer wird, dann wird es langweilig. Und ich hatte vor, es gibt tatsächlich einen Künstler, der das als Kunst vorführt in der Schweiz. Und ich hatte eigentlich vor, einen Raum mit dem Brian Green in Cornell, der Kollege früher aus Cornell, der jetzt in New York ist, hatte ich vor, einen Raum zu machen, ein Museum, wo man fünf Ecken mit fünf Lasern bestrahlt, sodass wirklich viel Licht in der Luft ist und dann wirklich dafür sorgt, dass dieser Nebel oben bleibt. Und dann kommen so Liegen rein, so Campingliegen, und dann muss man einen Komponisten haben, der eine Musik dazu komponiert, und dann würde ich da gerne mal 2 Stunden liegen. Damit möchte ich schließen. Dankeschön. Hört ja auch auf zu blasen. Ja. Wunderbar. Eberhard, ganz, ganz vielen Dank. Ich bin sprachlos. Weil ja, tatsächlich Staub, ja. Der Effekt ist unglaublich schön und veranschaulicht wirklich auch in faszinierender Weise, was du im Vortrag schon ausgeführt hast. Ja, also ich bin sicher, es wird viele Fragen geben, ja, vermutlich, ja. Weil es ja auch ein Thema ist, das uns irgendwie alle. Also wir haben es auf der Zugspitze auch mal ausprobiert, da ging was schief mit dem Experiment, dann ging der Laser in den Himmel und tatsächlich brauchen sie eine Überwachung, also wenn sie einen Laser in den Himmel schicken, brauchen sie eine Radarüberwachung, also es geht, man weiß ja mit Flight 24 ungefähr, wo die Flieger sind, aber in Wirklichkeit braucht man Radar. Die haben da oben einen großen Excimer-Laser, wo sie hochschießen bis auf 30, 40 Kilometer, um Luftfeuchte mit so einem Raman LiDAR zu messen. Die haben tatsächlich ein Radar installiert, nachdem ich gesagt habe, ihr braucht doch ein LiDAR. Das Radar, ihr könnt auch nicht die Piloten diesen starken Strahlungen aussetzen. Aber es ist wunderschön, in der echten Atmosphäre das zu sehen. Das ist unglaublich, so ein 400, 500 Watt, 3 Kilowatt. Die neuen Laser machen 3 Kilowatt. Das waren 5 Watt. Da können Sie denken, wenn da so ein 3 Kilowatt Fächer bei Ihnen vorbeischießt. An dem Abend hatte die
wenn ich es erzählen darf, hatte die Sparkasse oder irgendeine Bank in Garmisch, die hatten da oben so ein Outing. Das wussten wir ja nicht. Und die dachten tatsächlich, das sind Außerirdische irgendwo. Die kamen am nächsten Tag wurden wir ganz schön transaliert von allen möglichen Leuten, die gesagt haben, was habt ihr da gemacht? Und die Schneefern haben gesagt, ja, Forschung. Und das war's dann. So, aber es ist hochinteressant übrigens, so ein Experiment mal wirklich von der Seite durchzuführen, mit echter Atmosphäre, um mal zu sehen, wie ist die Mischung wirklich. Ja. Gut. Um Fragen zu stellen, bitte melden Sie sich. Jetzt müssen wir erstmal den Qualm wieder sich setzen lassen, damit ich Sie erkennen kann. Und dann kommt jemand mit dem Mikrofon zu Ihnen. Diejenigen von Ihnen, die häufiger hier sind, kennen die Prozessur. Einfach damit wir alle hören können, die Frage und dann eben auch die Antwort, die Sie macht. Vielleicht ich frage mal in den vorderen Reihen, weil die sehe ich tatsächlich am besten. Fangen wir doch an mit dem Herrn in der fünften Reihe, genau. Und dann geben wir das Mikrofon direkt weiter. Jawohl. Ich habe einen Vortrag von irgendeinem PhD vom MIT, glaube ich, gehört, dass er gesagt hat, wenn wir schlagartig alle Pollution einstellen würden, also quasi den gesamten CO2-Ausstoß von jetzt auf heute tatsächlich einstellen würden, würde das so wenig Aerosole ausstoßen, dass wir tatsächlich eine schlagartige Erwärmung Es gibt hätten. Eine Arbeit also von Jos Lilifeld, ich habe mich mal mit ihm unterhalten, was passieren würde, wenn in New York alle Aerosole plötzlich wegfahren, also Ostküste. Und dann wird es 3 Grad wärmer, habe ich gesagt, toll. Ich habe ja dort gelebt im Winter, 3 Grad, das ist. Dann hat er gesagt, nein, im Sommer. Und dann habe ich gesagt, oh Gott. Ja? Das heißt, es ist tatsächlich so, dass jetzt die Aerosole ausschalten, ist auch ein großes Experiment. Mhm. Ist es? Keine Frage, wir wissen einfach nichts. Ja? Wir wissen nicht, wo es hinführt. Das Wetter, das wir jetzt sehen, befindet sich eben auf dem jetzigen Zustand, was wir machen. Ja? Wenn wir jetzt alle Schiffe plötzlich sauber machen, ja, ich weiß es nicht. Aber deshalb brauchen wir eben die Forschung. Ja? Deshalb ist die so wichtig, diese Forschung, diese Aerosolforschung, aber auch diese Wolkenforschung, dass wir bessere Modelle haben, um einfach besser zu verstehen. Und es wird auch immer zu besser. Also es ist überhaupt keine Frage. Die jetzigen Modelle sind wesentlich besser als die noch vor 10, 15 Jahren. Also viel, viel besser. Und nicht nur, weil die Computer besser sind. Nee, da ist wirklich Physik dahinter und Verständnis. Aber Sie haben recht. Wenn keine gute Idee, New York jetzt plötzlich alles sauber zu machen. Das wäre keine gute Idee, weil der Sommer ist jetzt schon unerträglich und dann wird er absolut unerträglich. Vielleicht. Ja. Ja. Direkt hier vorne. Ich habe vor einigen Jahren eine Dokumentation auf Arte gesehen vom Hendrik Svensmark. Der hat eine Theorie entwickelt, dass die Partikelstrahlung aus dem Weltall auch einen Einfluss auf die Wolkenbildung hat. Ist da noch was dran oder ist das widerlegt worden? Also da weiß ich zu wenig davon, um da mich groß einzubringen. Es gibt tatsächlich eine Maschine, Cloud Chamber in CERN. Ja, wo sowas untersucht wurde, also wenn dann nicht so groß. Es ging um die. Ich weiß, es geht praktisch um ionisierende Strahlung, die reinkommt und dann zu wollen. Das ist praktisch das Prinzip der Nebelkammer. Also nach allem, was ich bin ja Physiker und kein Meteorologe, aber nach meiner Meinung, persönlichen Meinung, ist es ein ganz, ganz kleiner Effekt. Aber ich lasse mich gerne von, hier sitzen ja Meteorologen im Raum, okay. Die können mich gerne korrigieren, aber der Effekt ist so minimal. Die machen inzwischen auch reine Wolkenforschung, soweit ich das verstehe, mit ihrer Maschine. Richtig? Mit der Cloud Chamber. Zum Teil, ja. Und die AIDA am Kitt wird ja auch neu gebaut. Also die bauen jetzt eine neue Dekompressionsanlage, um dann auch wirklich diese Mechanismen, die zur Entstehung von Wolken praktisch führen, besser zu verstehen. Soll eine neue Maschine gebaut werden. Die haben allerdings, die meisten haben keine Turbulenz. Ja. Da gibt es einen Windkanal in Mainz, der soll auch neu gebaut werden, soviel ich weiß. Ganz, ganz wichtig. Und gibt es eine andere Version davon, gibt es in Leipzig, wo also untersucht wird, Einfluss der Turbulenz auf diese Mechanismen, Mischungsmechanismen und so weiter. Und deshalb freue ich mich schon auf den Mainzer neuen Windkanal, wenn er gebaut wird. Ich weiß es nicht. Bitte? Ich meine, der Alte ist auch wunderschön, ja. Aber der ist ja schon etwas älter, schon etwas in die Jahre gekommen. So, jetzt würde ich Sie bitten, nochmal die Hand zu heben, weil es
waren vorhin hier war, nee. Noch mehr Wortmeldungen. Doch, hier. Ja, die Dame in der vierten Reihe, in der Mitte, genau. Ja. Ah, Mikrofon kommt. Ja, Sie haben mehrmals gesagt, wir wissen nicht, wo es hinführt. Und das ist jetzt auch so meine Frage. Forschung ist einerseits wichtig und ist auch um der Forschung willen sicher wichtig. Aber die Frage ist, was ist mit den Erkenntnissen? Jedes Forschungsergebnis kann ja positiv eingesetzt werden, aber auch negativ. Und da ist für mich die Frage, wie geht es einher? Sie haben ja vorhin Ethik erwähnt. Wird das in irgendeiner Form damit begleitet? Ist das ein Dialog zwischen denen, die forschen, das Klima zu beeinflussen? Und was bedeutet es für die Welt und für die einzelnen Regionen? Ja, also ich meine, erstmal Forschungsergebnisse sind erstmal halt Forschungsergebnisse. Und in dem Bereich jetzt, was ich hier vorgestellt habe, versucht man halt die Modelle noch wesentlich besser zu machen, als sie zurzeit schon sind. Und damit gibt es natürlich auch sehr gute Vorhersagen. Weiterhin hat man ja die Erderkundung extrem stark ausgebaut. Das heißt, wir haben jetzt wesentlich bessere Kenntnisse mit Fernerkundung, mit Satelliten und so weiter. Auch mit Messstationen, wie zum Beispiel der Turm im Amazonas oder überall, auch in Deutschland stehen ja Messinstrumente, also in der ganzen Welt. Und die sind alle zusammengeführt. Also es ist nicht so, dass da irgendeiner so alleine vor sich hin forscht, sondern das wird alles schon irgendwie zusammengebracht. Jetzt Ihre Frage zur Ethik. Tatsächlich kann man natürlich das so oder so interpretieren. Das kommt darauf an, wie weit man dann auch die Fragestellung fasst. Ja, wenn Sie sagen, mich interessiert nur, ob wir in Deutschland Regen haben oder nicht, dann ist die Frage ja sehr, sehr eng. Aber hat es vielleicht einen Einfluss auf Regenfälle in, was weiß ich, in Russland oder sonst wo in der Welt? Das ist dann eine weiterführende Frage und die muss meiner Ansicht nach adressiert werden. Ich bin in einem zweiten Leben, bin ich synthetischer Biologe und arbeite in dem Matter-to-Life-Programm über synthetische Biologie, wo das Ziel zurzeit ist, eine synthetische Zelle zu bauen. Und die wird heftig mit Ethik-Advice vorangetrieben. Also das Programm, das wir laufen hatten, war immer ein Ethiker dabei, der auch die ganzen Studenten ethisch ausgebildet hat. Weil es ist so etwas Ähnliches. Die Frage ist eigentlich die gleiche. Wenn ich mal eine künstliche Zelle habe, wunder, was die macht. Ja? Das heißt, ich muss, und es kommt, also es wird künstliche Zellen geben, das ist unaufhaltsam. Aber wenn man es richtig begleitet, das wollte ich am Anfang eben auch sagen, man hat den Ozon hat man gut begleitet, man hat die Stammzellenforschung gut begleitet. Es gibt eben manche Sachen, die machen wir schon richtig. Und deshalb sollte man, und diese Klimaziele zu formulieren, ist natürlich eine Sache, die werden ja informiert. Ja? Von dem Climate Panel. Da sitzen die sehr viele schlaue Leute jetzt beieinander, die dann praktisch einen Konsensus finden über das, was sie zu dem Zeitpunkt wissen. Und es ist dann die, also ich würde sagen, es ist besser als der Expertenrat der Bundesregierung zu Corona. Ja, da wundert man sich manchmal ein bisschen. Ja, bitte. Genau. Ich wollte noch fragen, was denn jetzt mit diesem 75 Kubikmeter fliegenden Mozzarella passiert ist. Wissen wir nicht. Er liegt irgendwo im Atlantik. Was passiert war, war Folgendes. Dieses Dyneema-Seil, ein Strang, war verletzt. Und das ist jetzt meine Interpretation, nicht die meiner Studenten, okay? Die Crew hat gesagt, das können wir nicht mehr so fliegen, wir müssen das austauschen. Und haben das dann verknotet. Die haben das Seil nicht gelassen, sondern haben es verstärkt, sondern sie haben tatsächlich das Seil geschnitten und haben es verknotet. Dyneema ist ja Wachs, ist ja Polyethylen, das heißt, es gleitet auch der beste Knoten. Erstens wird durch den Knoten die Zerreißfestigkeit stark vermindert und zweitens, ich vermute, der Knoten hat sich gelöst in einem Sturm. Das war ein sehr starker Sturm, der Ballon war auf 500 Meter Höhe und es war ein ganz starker Regenfall. Da gibt es extrem starke Gas, 20, 25, 30 Meter pro Sekunde und plötzlich war er halt weg. Und die haben dann das Licht noch im Horizont verschwinden sehen und das war's dann. Die haben dann noch gesucht mit dem Schiff, aber war nichts mehr. Gott sei Dank nichts passiert. Ja? Also ich war heilfroh, dass nichts passiert ist. Wir hatten noch einen zweiten Unfall in Göttingen, da gab es den Sturm Eberhard. Ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht erinnern. Also nicht an mich, sondern an den Sturm. Und ich kam zurück von Rostock, da war ein deutsche physikalische Gesellschaft Treffen. Und ich fahre da vorbei am Institut und denke, naja, der Sturm ist ja an meinem Ballon vorbeigegangen, der liegt ja da so ganz brav.
Früh komme ich runter, dann stelle ich fest, der Ballon liegt tatsächlich. Die Blase innen drin, der ist aufgebaut, der hat außen eine Hülle aus Kunststoff im Wesentlichen, also Ripstoffsegel und anderes Material. Und innen drin ist eine Polyurethanblase. Das ist also wie ein Fisch. Also wenn der hochgeht, dehnt er sich aus und dadurch kriege ich wieder Lift, also ganz geschickt. Also ich habe keinen Verlust durch die Höhe, außer dass er irgendwann mal explodiert. Und diese Blase hat sich verselbstständigt im Sturm. Die ist tatsächlich Richtung Russland verschwunden. Und diese Blase hat wahrscheinlich irgendwie, wurde nie mehr gefunden. Ich habe einen Präsidenten angerufen, wenn jetzt ein Flugzeug runterfällt, dann weiß er, wer schuld ist. Habe ich wirklich gemacht. Ich habe sofort ans Telefon, habe einen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft ans Telefon geholt und den Generalsekretär und habe gesagt, wenn ihr jetzt was hört, bin ich schuld. Ja, muss man ja. Ich meine, ich kann ja nicht sagen, keiner weiß, woher die weiße Blase kam. Und ich weiß, es ist eine weiße Blase, weil mein Nachbar, der lief da gerade zufällig vorbei am Institut und sagte, ja, gestern Nacht an seinem Haus wäre so ein weißes Ding über sein Dach geflogen. Um 6 Uhr Nachmittag. Dann habe ich die Luftüberwachung angerufen und die hat gesagt, tja, wann war's? Ach, ist schon lange in Russland. Und das war die Antwort. Vermutlich ist er irgendwo im Harz runtergekommen und irgendein Bauer benutzt es als wunderschöne, teure Abdeckplane. Weiß ich nicht. Mein Kollege in Finnland hat seinen tatsächlich auf eine Reise geschickt, bei dem ist das Seil gerissen. Und der Ballon, der wurde dann wiedergefunden und die hatten einen Tracker natürlich drin, die wussten genau, wo er war. Nachdem sie ihn gefunden hatten, die Höhe, der ging auf 8000 Kilometer hoch. Auf 8000 Kilometer ist er geplatzt, das war so ein 75-Kubik-Ballon, ist er geplatzt und dann ist er noch vor Norwegen auf finnischem Gelände gelandet. Also der ist irgendwie so 300, 400 Kilometer durch die Luft und ging bis auf 8000 Meter hoch. Da hätte ich dem nicht zugetraut, also, weil da war er schon gigantisch. Sie müssen denken, der ist jetzt hier 15 Meter auf 1000 Meter, der ist da oben ja 10-mal größer. Also das Ding ist plötzlich, wenn da ein Flugzeug kommt, der sieht plötzlich so ein weißes Viech auf sich zukommen. Also, naja, Gott sei Dank ist nichts passiert, ich will das auch nicht wiederholen. Also wie vermeiden wir das? Vielleicht wollen Sie wissen, wie wir das vermeiden. Wir haben ein sogenanntes Cutdown-Device. Ein Cutdown-Device ist ein Draht, der ist eingebaut mit Batterie in den Ballon. Wenn der Ballon wegfliegt, dann schmelzen wir ein Loch in den Ballon. Nur mit Eberhard war er am Boden festgebunden, da haben wir ja nie erwartet, dass da irgendwas passiert. Aber wenn er außen ist, ist immer jemand da, sobald das Seil schlapp wird, Kill, Switch. Und dann fällt der ganz gemütlich nach unten, weil der dann zum Kontrollieren ist. Der geht innerhalb von 20 Minuten, landet er irgendwo. Und ganz langsam. Also das haben wir alles unter Kontrolle. Außerdem haben wir jetzt GPS-Location auf dem Ballon. Das heißt, wir wissen, das haben wir auch vom Schiff gelernt. Das wäre natürlich schön gewesen, zu wissen, wo er ins Wasser gefallen ist. Also wir haben jetzt auch Location drauf. Ist am Meer übrigens sehr, sehr schwierig, weil am Meer müssen sie alles über Satellit machen. In Finnland ist es trivial, weil da gibt es überall 5G. Aber mehr gibt es halt gar nichts, da gibt es ja nicht mal E-Mail. Wirklich, also da muss man über den Kapitän muss man dann die E-Mails schicken. Weil zum Teil gibt es da so Funklöcher, wo man auch über den Satelliten kaum noch was rauskriegt. Ja. Also wir versuchen schon möglichst niemanden was anzutun mit diesen Ballonen und sehr toi toi toi, lief alles gut. So, die gute Nachricht ist, ich kann Sie wieder sehen. Im ersten Rang. Falls es eine Frage gibt da oben, jetzt bitte melden, winken und ansonsten schauen wir natürlich auch hier unten weiter. Wer noch fragen möchte, da drüben. Eberhard, achte bitte auf die Kante. Ich weiß. Ich bin überhaupt der Zugspitze. Also, alles gut. Ja, bitte schönen Dank für den Vortrag überhaupt. Sie haben am Anfang ja ein bisschen, ich sage jetzt mal, Werbung fürs Geoengineering gemacht oder gesagt, wir müssen da möglicherweise hin. Das ist ja möglicherweise eine relativ teure Methode, unser Klima zu retten. Haben Sie da irgendwie Größenordnung zu zahlen, also, was uns das kostet als Menschheit sozusagen? Also Sie müssen sich den Vortrag von Gerald, gibt es online im KITP, der hat es da tatsächlich auch gezeigt. Es ist billiger als die anderen Folgen, auf die sozialen, also die gesellschaftlichen Folgen zu bezahlen. Und ich will da keine Werbung übrigens, Sie sollten mich nicht missverstehen, ich will keine Werbung für Geoengineering machen, sondern irgendwann ist es vielleicht so weit, dass wir keine andere Möglichkeit mehr haben, weil einfach zu viel Druck aufs System kommt. Und dann ist es einfach gut, vorher schon zu wissen, was man macht. Eben nicht die Situation zu haben wie in Deutschland mit den Masken. Das war ja nicht zum Aushalten. Ja, sondern
Man muss es vorher wissen, man muss vorher informiert sein, man muss sich das überlegen, was man macht, man muss Regulationsmechanismen haben, man muss sich überlegen, was passiert, wenn, wie kann ich einschreiten, was passiert, wenn ich was falsch mache, wie kann ich vielleicht gegensteuern, dass es keine großen Auswirkungen hat. Diese ganzen Punkte muss man sich einmal überlegen und einmal wirklich ordentlich durcharbeiten, auch wenn man es später vielleicht nie einsetzt. Aber ich bin der Meinung, jetzt ist die Zeit, sich darüber wirklich Gedanken zu machen, weil wenn uns dann die Zeit wegläuft, nämlich auf dieser Kurve am Anfang, wenn die Zeit einfach zu schnell, wenn es zu schnell zu viel passiert, dann werden wir irgendwas machen, das dann relativ schnell passiert und relativ wenig informiert. Also wir sind schon informiert, es ist nicht so, dass wir natürlich im Dunkeln tappen, aber es wäre natürlich schön, sich das vorher schon mal zu überlegen und zu sagen, das wäre auch aus wissenschaftlicher Sicht zumindest, und es passiert. Also deshalb gibt es jetzt diese Häufung von dieser Literatur. In Amerika war es so, das Wolkenseeding, das ja auch zum Teil mit Silberjodid und so weiter gemacht wird, das wurde in Amerika war das verpönt, weil die damals im Vietnamkrieg jede Menge Wolken machen wollten, um den Vietcong zu ertränken. Und es hat nicht funktioniert. Und daraufhin gab es viele, viele Jahre in den USA, wo niemand mehr über irgendwelche Wolkenseeding und sowas nachdenken wollte, weil sie gesagt haben, funktioniert sowieso nicht. Aber hier geht es ja nicht um Sieden, hier geht es ja um ganz was anderes. Hier geht es ja nicht um lokalen Regenfall, sondern hier geht es ja einfach, wie kühle ich die, wenn die Erde zu warm wird, wie kühle ich sie ab? Und aktiv, proaktiv. Und Sie haben recht, Ökonomie spielt eine große Rolle, man muss es auch mal rechnen, um zu schauen, was am Schluss dabei rauskommt. Bin ich voll bei Ihnen. Also, aber ich wollte eben darauf hinweisen, dass das, tatsächlich habe ich das neu aufgenommen in meinem Vortrag, diesen ersten Teil, weil ich den einfach als extrem wichtig ansehe. Weil ich höre kaum was davon, in der Presse sehr wenig. Aber es ist wirklich ein Thema, das so jetzt kommt, wo auch immer mehr Funding reingeht. Und das ist auch ein Zeichen, dass die Förderer das ernst meinen. Das ist nicht nur, weil die Wissenschaftler Spaß haben, sondern weil irgendjemand ja auch wissen will, was das für einen Einfluss hat. So, jetzt haben wir eine Frage im ersten Rang, der Herr in der zweiten Reihe links. Sie haben am Anfang Ihres Vortrags über die CO2-Entnahme gesprochen. Meines Wissens nach wird das, glaube ich, in Norwegen im Moment gemacht, ist aber nicht besonders effektiv. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es gegenübergestellt wurde, der CO2-Produktion. Ich weiß auch nicht, wie das mit der Skalierbarkeit aussieht. Jetzt betreiben Sie die Forschung im Bereich der Wolkenmanipulation quasi noch auf der Grundlagenforschungsebene. Können Sie trotzdem schon Abschätzungen darüber abgeben, wie es mit Effizienz und Skalierbarkeit von dieser Methode aussieht? Ja, also diese Idee, dass man in den Ozeanen, also gerade im Äquator, dass man da Schiffe fährt, die Salzwasser, die Luftblasen, die gibt es schon länger. Also die ist nicht irgendwie was Neues, sondern die gibt es schon länger. Und also ökologisch wahrscheinlich sinnvoll. Ich glaube, großskalige Versuche wüsste ich von keinen. Was ich dort glaube, gibt es doch keine. Hat sich noch niemand getraut. Es gibt kleinskalige eben, wie dieses Korallenriff, wo so eine praktisch, wenn Sie die Bilder sehen, das schaut genau aus wie eine Schneekanone, wo das gemacht wird. Ja, was soll ich sagen? Ja, also es muss natürlich jetzt die Forschung auf dem Gebiet, ich weiß nicht, inwieweit es in Deutschland schon ein großes Forschungsgebiet ist, ich glaube es fast nicht. Also in den USA fängt es jetzt erst an und dann wird es auch zum großen Teil auch über zum Beispiel die Simons Foundation, das ist eine private Organisation wie die Jura Stiftung, die macht so Symposien und eins davon war genau zu diesem Thema. Und dann die National Academy, wie bei uns die Leopoldina, wahrscheinlich hat ja die Leopoldina auch bald eine Analyse, wie ich den Herrn Haug kenne, aber da muss man sich mal wirklich mal hinsetzen, dann die besten Leute zusammenführen und man sich einfach mal was aufschreiben. Und das ist dieser Bericht, den ich gezeigt habe von der National Academy. Und genauso können wir es natürlich in Deutschland machen über die Leopoldina oder über andere Gremien, dass man sich mal anschaut, wie ist der Impact überhaupt, wie kann man das machen. Ich meine, wenn man es mal anfängt, hat es vielleicht einen Einfluss. Und dann hofft man natürlich, dass es den richtigen Einfluss hat. Ja, aber auf jeden Fall besser als diese Stratosphäre, weil die Stratosphäre, das wäre so eine immerwährende Kühlung. Das ist dann über Jahre hinweg, hätte man dann eine Kühlung. Und da muss ich wirklich hoch raus, also 25 Kilometer ist schon, muss ich schon Raketen hochschicken.
oder irgendwie einen Vulkanausbruch erzeugen, vielleicht, keine Ahnung. Oder Meteoriten einschlagen lassen. Ja, Sie sehen schon, heute ist Sonntag, also alles gut. Jetzt nehmen wir die Dame in der letzten Reihe, der rechten Seite von uns aus gesehen. Bitte schön. Also wahrscheinlich bin ich jetzt vollkommen unpopulär, aber ich finde, wir führen uns wirklich ad absurdum. Also erst, wenn man manchmal Naturfilme im Fernsehen guckt und sieht, wie perfekt unser Planet und unser ökologisches System alles zusammen funktioniert hat. Jetzt haben wir alles kaputt gemacht und jetzt bauen wir unsere Welt mit Geoengineering wieder auf. Also ich würde doch wünschen, dass wir auch gleich so viel Bemühungen da reinstecken, dass die Menschen vielleicht doch nochmal umdenken. Ja, das würde mich sehr freuen, weil es bricht mir das Herz, wirklich, was wir mit dieser Erde gemacht haben. Ja, also zurzeit sind wir im großen Geoengineering-Experiment, das heißt CO2-Abgabe. Das ist ein riesen Geoengineering-Experiment, völlig unkontrolliert. Ja? Und es passiert halt. Ja? Deshalb spreche ich ja auch dafür, dass man sich wirklich überlegt, wie man mit der Situation umgeht. Und wenn der Amazonas zum Beispiel austrocknet und irgendwas Gravierendes passiert oder Bangladesch plötzlich überflutet wird, dann werden wir irgendwas machen müssen. Es geht nicht anders. Und deshalb lieber vorher forschen, nachdenken, was man macht und wie man eben die Welt so erhält, wie wir sie kennen. Ich meine, sowas, die Welt ist dynamisch. Sie ändert sich halt zurzeit nur auf einer Zeitskala, die ist halt wesentlich schneller, als was wir sonst hatten. Ja, außerdem gab es ja noch nie so viele Menschen wie jetzt. Also, ich bin eigentlich bei Ihnen, aber wir müssen alle Möglichkeiten offen halten, sodass wir eben die Zivilisation, die wir hier haben, auch in irgendeiner Weise, müssen wir hier nicht mehr retten, sondern weiterentwickeln, sodass die Erde eben lebenswert bleibt, dass wir uns alle ernähren können, dass auch die Tierwelt erhalten bleibt und so weiter. Und da ist vielleicht eine Stabilisierung der Temperatur gar nicht das Falsche, weiß ich nicht. Ja? Und deshalb muss man drüber nachdenken. Ja. So, ich sehe jetzt zunächst mal wieder eine Frage im ersten Rang auf der rechten Seite in der zweiten Reihe. Bitte schön. Also, ich hatte die Frage, wie viel wiegt eine Wolke, so eine normale Wolke? Eine was? Wie viel wiegt eine Wolke? Ah, haha. Ja gut, also die Wolke ist so groß, wie man sie sieht, das ist das Erste. Und tatsächlich habe ich es noch nicht ausgerechnet, aber ich weiß nicht, was der Liquid Water Content ist. Und ich könnte es jetzt mal ausrechnen, schick mir einfach eine E-Mail, ich schicke dir die Zahl. Aber ich gebe dir dann Größen von Wolken, ja, 1 Kilometer dick, 2 Kilometer im Durchmesser, da ist halt so und so viel Wasser drin und das Wasser wiegt so und so viel. Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, die Wolke wiegt, weil die Wolke ist, die gibt es ja nur, weil sie aus leider kleinen Tröpfchen besteht. Und dazwischen ist einfach Luft. Und die Wolke hat natürlich auch, kann sehr feucht sein, da ist sehr viel Wasser. Das Wasser ist vielleicht noch nicht kondensiert. Also es wird ein bisschen schwierig, diese Rechnung. Gute Frage. Schicken Sie mir eine E-Mail, ja? Jetzt gehen wir wieder eine Reihe tiefer, genau. Da mal hinten rechts, hallo. Bitte. Man hört Sie. Ja? Wichtige Frage. Wieso haben Sie einen weißen Kittel an? Weil das der Einzige ist, der eine Minerva hat. Die Blauen haben keine Minerva, deswegen habe ich den Weißen angezogen. Das war der einzige saubere, den ich noch hatte zu Hause. Den ziehe ich sonst nie an. Tatsächlich habe ich selten einen Kittel an, um ehrlich zu sein. Auch ganz, ganz selten so einen Propeller. Typischerweise halt Jeans und ganz normal Hemd. Und in der Werkstatt natürlich einen blauen Kittel, weil da ist ja sehr viel Öl und Dreck. Und wenn wir im Feld sind, haben wir spezielle Arbeitskleidung. Also wenn wir in Finnland sind, bei 3 Grad Außentemperatur, strömenden Regen, da haben wir von einem berühmten Ausfitter in Deutschland, wo fast jeder kauft, das tun wir uns ausstatten. Und es geht, man überlebt.
Übrigens, Moskitos in Finnland sind wirklich, die beißen. Also sogar im September, Oktober. Glaubt man gar nicht, wie viele Moskitos es in Finnland gibt. Aber Sie haben recht. Also der weiße Kittel ist aus dem Biolabor. Also meine Biolaboranten haben mir den gegeben. Und in dem Biolabor arbeite ich ganz selten. Wie bitte? Man sieht sie so besser. Ja, ich leuchte, ja. So, okay, hier vorne. Noch mich hat noch interessiert, was quasi so das große Ziel quasi ist. Also hilft das quasi alles, eine bessere mathematische Modellierung der Wolken zu erzeugen und dadurch dann das Verständnis zu verbessern? Also ist quasi das Ziel eine möglichst perfekte mathematische Modellierung von dem Modell Wolken? Also das ist mein Ziel. Also mein Ziel ist eine gute Parametrisierung der Physik von ungefähr 100 Meter runter, also 100 Meter Größe runter zu erreichen, die einem eben über diese Mischung der Wolke, verschiedenen Mischungszustände der Wolke, über die verschiedenen Regeneinsatzphänomene, die uns erlaubt, schneller vorherzusagen, wo es wie schnell regnet, zum Beispiel. Ja, auch ganz wichtig für Gewitter und alle möglichen Sachen. Einfach ein besseres physikalisches Verständnis, das dann über die Meteorologen eingepflegt wird in ihre Modelle, sodass wir einfach bessere Vorhersagen treffen können, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Ja. Also ein Thema, das ich heute vergessen habe zu erwähnen, kann ich noch mal kurz erwähnen. Also wir messen ja oben auf der Zugspitze. Und in der Zugspitze gibt es eine Bohrung durch den Gipfel. Also da gibt es eine Bohrung. Also erstens gibt es einen Tunnel, wo auch Permafrost gemessen wird, aber es gibt auch eine Bohrung. Und diese Bohrung zeigt, dass es immer wärmer wird. Und zwar ganz gemütlich. Also das heißt, unsere Alpen werden schmelzen. Die Zugspitze zurzeit ist noch ein Eisblock. Das heißt, das Gestein arbeitet nicht, sondern das Gestein ist ein Eisblock, der gefriert wieder, aber er taut ja nie. Und dadurch bleibt die auch schön beieinander. Und jetzt im Klimawandel werden wir in den Alpen noch ganz schön interessante geophysikalische Phänomene sehen, mit Erdrutschen und so weiter. Also fängt er jetzt schon an und es wird mehr werden, weil einfach die Gipfel down und dann fangen sie an zu arbeiten und dann rutschen halt Sachen, die früher nicht gerutscht sind, fangen dann an zu rutschen. Und diese Konferenz, wo ich war, war ich übrigens genau zu diesen Themen. Wie, also nicht nur Wolkenphysik, sondern auch Partikeltransport in Erdrutschen, Avalanches, Lawinen. Wie kann man das modellieren? Das ist nämlich auch noch nicht klar. Das heißt, eine Gefährdung für ein bestimmtes Gebiet zu formulieren, muss ich ja wissen, wie viel Energie kommt da runter, wo geht es hin, wie schnell wird es transportiert. Es gab zum Beispiel, nur als Beispiel, es gab dieses Montecito-Flood. Das war nicht dieses Jahr, sondern ein bisschen vorher, und es stellte sich raus, es war kein Erdrutsch, sondern es war einfach nur Wasser. Es hat sehr viel geregnet, das Wasser hat sich gesammelt auf dem Berg, das floss ab, hat dann so einen Schlamm produziert, der sehr schnell geflossen ist und hat dann große Gesteine, die so schwer sind wie so ein Panzer, wissen wir jetzt ja inzwischen alle, wie schwer die sind, und hat die dann auf diesem Schlamm transportiert in die Stadt. Und diese Steine haben dann die Häuser einfach weggeräumt. Also es war nicht mehr die Flat, es waren diese großen Steine. Und da ist man auch noch weit weg von dem Verständnis. Also da muss man auch noch viel machen. Aber die Wissenschaft arbeitet dran und deshalb war ich ja in Kalifornien so lange. Ich habe das viele CO2 in die Luft geblasen. Aber es geht voran. Also die Modelle werden immer besser. Das heißt, man wird immer besser vorhersagen können, wie gefährlich ist es, wenn ich irgendwo baue und so weiter. Und ich glaube, für die Alpen wird es noch ganz, ganz wichtig werden. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir zwei Stunden langsam um sind. Ich würde sagen, wir nehmen noch vielleicht drei Fragen. Es gibt... Okay, gut. Melden Sie sich kurz, dass wir Sie... Ah ja, da, genau. Drittletzte Reihe, siehst du es? Und dann gehen wir nochmal nach oben. Ich wollte fragen, seit wann Sie sich für dieses Thema so interessieren und mit dem Wolken experimentieren und was Sie daran so fasziniert und interessiert? Was fasziniert mich? Also wissenschaftlich fasziniert mich das Problem. Das heißt, rauszufinden über die Methoden, die ich am besten kann, mehr rauszufinden, als wir bisher kennen über diese Wolken, über die Mikrostruktur oder Mikrophysik der Wolken. Was fasziniert mich? Die Wolke. Also gehen Sie mal hoch auf die Zugspitze. Die langweiligsten Tage sind die, wo die Sonne scheint und keine Wolken da sind. Schaut immer gleich aus. Und dann kommen diese Wolken und Sie können stundenlang diese Wolke anschauen und Sie entdecken immer was Neues.
große Wirbel zum Beispiel, riesige Wirbel, die sind ungefähr 50, 60 Meter lang. Und da dreht sich plötzlich, so ein Bereich von 100 Meter dreht sich dann plötzlich. So Mini-Tornados mittendrin in der Wolke, oben auf der Zugspitze. Also Wolken sind für mich faszinierend, weil Wolken, auch wissenschaftlich, das ist die einfachste Art der Verbrennung. Sie wissen, wir verbrennen viel und so weiter. Und die Forschung ist tatsächlich sehr ähnlich. Turbulenz habe ich auch bei der Verbrennung auf dem Dieselmotor. Dann habe ich allerdings bei der Verbrennung habe ich jegliche Menge von Chemie, fürchterliche Chemie. Fürchterliche Kaskaden. Wolke ist relativ einfach. Naja, Wasser, Dampf, Aerosole ist die einfach. Wenn wir die dann verstehen, verstehen wir vielleicht auch ein bisschen mehr über die Verbrennung, Verbrennungsprozesse. Also, also mich fasziniert als Wissenschaftler, deswegen heißt mein Institut Dynamik und Selbstorganisation. Mich interessiert, wie aus dynamischen, selbstorganisierten Prozessen irgendeine Funktion entsteht. Das heißt, wo ohne äußere Einwirken einfach von sich heraus eine bestimmte Funktion entsteht. Und deshalb arbeite ich an synthetischer Biologie, weil das ist genau das Gleiche. Deswegen arbeite ich an Herzrhythmusstörungen, deshalb arbeite ich an Kristallwachstum oder auch an Wolkenphysik. Also ich habe über mein Leben hinweg habe ich an vielen Problemen gearbeitet, die alle immer die Fragestellung war, wie entsteht aus einem System, das wo nur Energie zugeführt wird, entsteht Struktur. Wir sind zum Beispiel dafür, wir essen und am Schluss kommen wir raus und wir sind eindeutig nicht Gleichgewichtsphänomen, weil wenn wir aufhören zu essen, dann ist wieder Gleichgewicht hergestellt und Entropie geht hoch und wir werden Staub. Von daher interessiert mich die Art von Physik und deshalb bin ich auch nach Deutschland wieder zurück an das Max-Planck-Institut oder umgezogen, wenn man so will. Ihr weiß das selber, man zieht eigentlich um. Und weil einfach diese Fragestellung dieser dynamischen Selbstorganisation wirklich toll ist und das Wettersystem ist das super Beispiel für wirklich und ist halt auch noch aktiv, weil da jedes Regentröpfchen, jeder Tropfen spielt eine Rolle. Also das fasziniert mich. Ich könnte noch stundenlang drüber reden, aber ich höre lieber mal auf. Danke. So, jetzt nochmal im ersten Rang auf der linken Seite von uns aus, bitte. Ich würde gerne eine Frage stellen zur Wasserstoffwirtschaft. Wenn Deutschland jetzt da einsteigt und andere Nationen wollen das ja auch tun und immer mehr Wassermoleküle dann in die Atmosphäre abgegeben werden, wie wirkt sich das aus? Denn Wasser, Dampf ist ja ein Treibhausgas. Welchen Einfluss hat das dann auch auf die Wolkenbildung und überhaupt dann auf den Klimawandel? Wird es in die richtige Richtung gehen? Mit dem Wasserstoff? Schwierig zu beantworten. Also ich meine, die für mich ist die aussichtsreichste Energiegewinnung ist also tatsächlich nicht der Wasserstoff, den Wasserstoff in Methan umzuwandeln, also in ein brennbares Gas. Das Wasser kam ja auch aus den Ozeanen. Unsere Autos geben auch jede Menge Wasserstampf ab. Und es gibt ja auch Wolken, die das dann wieder regulieren. Ja? Also wenn die Feuchte hoch wird, Gott sei Dank, entsteht ja dann, ich meine, am Mars gibt es kein Wasser mehr. Warum? Der Mars war überflutet, weil die Wassermoleküle den Weg ins All gefunden haben. Ja? Und auf der Erde leben wir Gott sei Dank in einer Situation, wo die Erde so aufgebaut ist, dass das Wasser, das aufsteigt, auch wieder abregnet. Und das im Gleichgewicht einigermaßen bleibt und eben nicht das ganze Wasser ins Weltall verlieren. Also Mars war irgendwie 3-4 Mal überflutet, also nimmt man an. Gibt es sehr starke Hinweise. Also von daher hätte ich da jetzt mal keine große Angst. Wo ich Angst habe, ist vielleicht das Wasser in der oberen Atmosphäre, also Flug, also bei 10 Kilometer, das Wasser, das man da oben einbringt. Bisher denke ich, ich bin da kein Spezialist, aber ich glaube, bisher sieht man da noch nicht viel, was die Flugzeuge da oben so hinterlassen. Also es ist eben nicht nur CO2, Wasser ist auch ein Treibhausgas. Und zwar sehr potentes Treibhausgas. Und deshalb haben sie ja auf der Zugspitze diesen Excimer-Laser installiert, um in die obere Atmosphäre zu schauen, um zu sehen, ob vielleicht dort wirklich Wasserdampf nach oben geht. Also genau Ihre Frage wird da untersucht auf dem Schneefernhaus. Aber ich habe noch nichts gehört. Also, aber ich weiß auch nicht alles. Also Vorsicht, ich weiß fast nichts. Ja, die Frage ist fast beantwortet. Okay. Hab eine ähnliche Frage. Ich muss kurz sagen, wo Sie sitzen, damit wir Sie alle sehen, in der Mitte im Parkett, Eberhard. Ja, während der Corona-Zeit gab es ja deutlich weniger Flugverkehr. War der Effekt messbar? Das wären ja ideale Bedingungen, Versuchsbedingungen eigentlich. Oder allgemein gefragt, welchen Einfluss hat der Flugverkehr? Können wir jetzt wieder mehr fliegen, wenn wir mehr Aerosole in die Luft bringen? Ich habe jetzt nicht ganz Ihre Frage verstanden. Die Frage ist der Beitrag des Flugverkehrs. Ja, es ist klar. Ich meine, die Frage ist halt, wie viel Wasser zum Beispiel der in der oberen Atmosphäre hinterlässt.
Also das ist, da gibt es auch sehr viel Chemie, die dann abläuft da oben, ja, wegen der Höhenstrahlung. Ich kann das tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß nur ein was, dass der Himmel viel klarer ist, wenn September 11, vielleicht erinnerst du dich noch, waren wir in Issaka und wir saßen da ja unter einer Hauptflugschneise und es gab keine Flugzeuge mehr und so klare Himmel gab es noch nie. Und ich glaube, es hatte vielleicht sogar einen messbaren Effekt auf das lokale Klima. Also da weiß ich nicht genug drüber, um wirklich was auszusagen. Ich weiß nur, die Schiffe haben definitiv einen Einfluss, die Flugzeuge auch, aber wie groß der jetzt genau ist, müsste ich nachlesen. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde an der Stelle die Diskussion im Plenum jetzt gerne beenden. Sie können selbstverständlich gerne nach vorne kommen am Ende der Veranstaltung und noch weitere Fragen stellen. Ich würde zunächst mal Herrn Bodenschatz noch mal herzlich danken. Ein kleines Erinnerungsgeschenk. Kommen Sie ruhig hoch, wenn Sie noch was mit mir sich unterhalten wollen. Gerne. Möchte ich noch kurz den nächsten Vortrag ankündigen. Und zwar am 14. Mai haben wir, glaube ich, wieder ein tolles Highlight, weil Sie haben sicher alle gehört vom James Webb Weltraumteleskop. Es hat ein bisschen gedauert, den Sprecher nach Mainz zu bekommen, weil der durch die ganze Welt reist jetzt tatsächlich. Aber Mark McCochran wird unser Gast sein und wird vortragen über das Projekt, das James Webb Weltraumteleskop, vom ersten Blick zu neuen Planeten. Das ist das Thema des Vortrags. Es ist wieder ein Sonntag, wieder um 18 Uhr hier im kleinen Haus. Lassen Sie es sich gut gehen bis dahin und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus